Hallo, Schätzchen, was auch immer. Ich dachte mir, dass ich gerne mal wieder ein bisschen durch ein paar Computerbildspiele und Screenfunds gehen würde, denn ich habe mir CD-Ordner geholt, in denen ich Platz habe für verschiedene Computerbildspiele und der Screenfund-Discs und sowas. Und deswegen dachte ich mir, hey, werden wir mal machen. Wonach fühlt ihr euch zuerst? Computerbildspiel oder Screenfun? Ich habe hier nämlich gerade ein paar von 2002 Computerbildspiele. Wonach steht euch mehr der Sinn? Screenfun, Computerbildspiele, meistens sagen Screenfun. Machen wir Turok 2 Seed of Evil. Das war nämlich damals die erste Screenfun, die ich selber hatte. Dementsprechend fangen wir damit an. Also, Screenfun wollten wir erzählen. Was haben wir denn Schönes? Wir haben Spiele. Turok 2 Seeds of Evil. In dem Spiel kam ich damals nie weit. Das kann ich euch jetzt schon versichern. Der Computer ist eventuell gefährdet. Oh oh. Oh oh. Microsoft Text-to-Speech Engine. Hä? Warum will Turok mir die Microsoft Text-to-Speech Engine andrehen? Gut. Hast du schon mal so ein 256 in 1 GBA-Spiel ausprobiert? Was heißt ausprobiert? Sind halt da die ROMs drauf, also. Habe ich hier einen Ordner für. Ich glaube, ich habe einen Ordner für Videospiele auf dem PC. Hatte ich nicht einen? Oh ja, das andere Verzeichnis. Nee, nee, alles gut, ich will. Nee, nicht DE? Nee. D? D war okay. D/Spiele. Slash. Falsches Slash. Slash. Turok 2. Wieder Typepfad unvollständig. Ach du meine Fresse, dann installier jetzt einfach irgendwo hin. Ich weiß nicht, warum ich mir überhaupt die Mühe mache, ehrlich gesagt. Einfach weiter. Oh, was ist das? Multiplay, powered by Realtime. D ist die Disc, oder? Keine Ahnung. Von Iguana. Wusst ihr, dass die von Iguana später dann weitergezogen sind, um Retro Studios zu gründen? Ganz recht. Also von Rayson, 8 Monate. Resub, wie vielen Dank, Sweeting, 12 Monate. Und GameSpy, lasst euch besser nicht beim Cheaten erwischen, sonst kommt der GameSpy und wird euch leider verhaften. Heute arbeitet sie angeblich am Metroid Prime 4. Ich glaube nicht. Ich sollte wahrscheinlich keine so großen Spiele installieren, das könnte ein bisschen dauern. Erinnert ihr euch noch daran, an die Zeit damals, als man Spiele installiert hat? Scheiße, hat ein bisschen gedauert. Wie sieht's aus jetzt? Ich habe zuletzt die Empire Earth Trilogie installiert und das hat halt wirklich eine halbe Stunde gedauert oder so. Ach shit, vielleicht weil die Disk zu zerkratzt ist, vielleicht geht's deswegen nicht weiter. Ich meine, er liest noch? Eventuell geht die Installation nicht weiter, weil die Disk so hinüber ist. Oh, die Sanduhr. Keine Rückmeldung. Ist okay. Sofort beenden. Es geht ja gut los soweit. Ich habe schon gesagt, dass die Disk echt zerkratzt ist. Ja, beende doch auch! Liebe Sören, wie Spiele über CDs zu installieren, deswegen kaufe ich noch PC-Spiele. Na, das ist ziemlich nervig. Okay. Ja, sende das nicht. Abbrechen, abbrechen. Okay. Was haben wir sonst noch? Vielleicht können wir jetzt die kleineren Spiele installieren. Nee, okay, machen wir eine andere Disk. Machen wir eine, die nicht komplett zerkratzt ist, okay? Irgendeine, die besser dasteht.
Gunship. Wie steht ihr zu Gunship? Da habt ihr gesehen, habt ihr euch, da hat man euch kurz gesehen in der Reflexion. Packen wir Gunship rein. Dinosaurier sind sowieso schon tot. Gunships sind die Zukunft. Weg mit den alten Knochen. Richtig, richtig, richtig. So, was haben wir denn Schönes? Spiele. Gunship. 4 verschiedene Heli-Typen fliegst du im Laufe des Spiels. Du wählst aus Verfolger- oder Cockpit-Perspektive und nimmst vorwiegend Feindpanzer unter Beschuss. Oh, das sieht so... 2015 übrigens gerade. Das ist ein Spiel, das man 2005 auf der Screenfront bekommen hat. Oh, da ist ein Hardhead drauf. Hardhead war damals meine erste Erfahrung mit dem Mega Man-Universum. Da ist Lemming Ball Z drauf! Da ist Lemming Ball drauf! Gestern haben wir noch drüber geredet. Oh mein Gott. Da ist Lemming Ball Z drauf. Na, ich will die Lies mich Datei. Oh, das ist der Links-Installationsmenü. Prachtvoll. Shit, warte, ich muss die Twitch-Kategorie noch ändern. Gut, dass ihr mich dran erinnert. Wir machen Kategorie Retro. Da habe ich ja das Gefühl, das ist sehr retro, ehrlich gesagt. Was ist Lemming Ball Z? Du wirst es herausfinden. Es hat aber auch Content aus Lemming Ball GT. War schon die CD mit Little Fighters 2? War eben nicht da gewesen. Nee, aber wir haben noch einige. Und Little Fighters 2 war irgendwie auf jeder zweiten Screenfun drauf. Außerdem vom Anthem, 8 Monate, Resub. Vielen lieben Dank. Es bleibt nicht bei 30% stecken. Ja, da klebt auch nicht eine halbe Packung wertes Original hinten auf der Disc drauf. Also wenn ihr euch mal die anschaut. Ja, okay, man erkennt sie überhaupt nicht, aber... Ja, die ist nicht gut, die ist auch super schmutzig. Und dann schmeckt die Disc so karamellisch. So, Gunship, bist du fertig? Wie sieht's aus? Bin ich mal gespannt. Ich kenne noch die Lemminge, die ich auf SNES gespielt habe. Lemming Ball Z hat... Ich weiß nicht, warum es so heißt. Es hat eigentlich nichts mit Lemmingen zu tun. Bleibt das jetzt schon wieder hängen? Oder was ist hier gerade los? Weil irgendwie tut sich da gerade nichts. Nee, ist okay. Ist fertig. DirectX 7. Können wir installieren. Keine Ahnung, ob das nötig ist. Ich glaube, ich habe eine neuere Version schon installiert, aber kann nicht schaden. Wenn man nach DirectX gefragt wird, einfach immer ja sagen. Crazy Kickers XS. Oh nein. Das sieht ziemlich crazy aus. Zu den Crazy Kickern kann man ja nicht nein sagen. Seid ihr mehr ein Crazy Kicker oder Phenomedia? Fantastisch. Seid ihr mehr ein Crazy Kicker oder ein Crazy Ficker? Sehe, das installiert doch schon wesentlich schneller. Oh, schau ich Hardhead an. Das ist so ein Mega Man Fangame, in dem man Dingens spielt, so einen. Nicht ganz sicher, wie sie das einfach auf die Stream. Ich meine, es wird damals wohl niemand gejuckt haben oder so, aber das ist schon sehr viel Content aus Mega Man 2. Crazy Clicker, verstehe. Hardhead, The Rebellion. Oh, warte, so sah Lemming Ball Z aus. Oh nein. Warum sind das Lemminge? Du verwendest aussagekräftige Kampftechniken, wie das aus Dragon Ball bekannte Kamehameha. Kumpel fighten am geteilten Bildschirm. Es ist Lemming Ball Z GL. Gali Grü von mir an die Lemming Ball Z Community. Shoot the Roach Mini. Das ist Mohun-Klon, wo man Kakerlaken erschießt. Fantastisch.
Ich befürchte, wir haben den Gruschel-Command nicht mehr, wie es aussieht. Außerdem Verinen Tobi. Er hat 2 Monate. Resub, wie lieben Dank. Shoot the Roach. Das sieht extrem aus. Zap Streamland. Das sieht langweilig aus, das will ich nicht spielen. Was haben wir für Videos? Dead or Alive Ultimate? Lass doch mal sehen! Bisschen linkslastig der Sound, aber das ist okay. Boah. Wahnsinn. Naja, cool. Gran Turismo 4. Oh, Knights of the Old Republic 2 war damals neu. Oddworld. Project Snowblind. Sims 2 Campusjahre. Die hat den Trailer für Vampire Storm 2. Es gab einen Trailer, der Trailer 3. Oh, ich hab Vampire Storm 2 damals geliebt. Ein heiliger Kreuzzug. Das war so ein cooles Spiel. Zur Vernichtung aller Vampire. Man konnte die Leute aus dem Dorf, alle, die da sind, zu Vampiren machen oder so. Dann für sich kämpfen lassen. Das war super cool. War das Ende? War das der Anfang? Vampire Storm 3 kam irgendwie vor einem Jahr raus oder so. Yeah, da konnte man die Stats... Oh, ich erinnere mich an die Stadt. Oh, fuck, ich muss Vampire Storm 2 irgendwann mal wieder spielen. Oh, hört ihr die MIDI-Sounds? Das ist der Stoff. Der Trailer hat kein so gutes Pacing, befürchte ich. Oh ja, da sind die Kämpfe, wo man die Leute... aus der Stadt dafür zu Vampiren machen muss. Was ist diese Scheiße? Das ist Vampire Storm 2, Alter. Da, das ist dann der Kampf. wenn man eine Stadt einnehmen will. Oh, die Wüstenstadt einzunehmen war hardcore. Naja, gut. Beautiful Joe 2. Add-ons, die Sims 2. Paukhilfepack. Oh, nee. Lateinwörterbuch. Quick Dick. Manchmal brauche ich auch einen Quick Dick. TM vor. Oh, nein. Oh, nein. Das fangen wir gar nicht erst an. CD Burner DirectX 9. Aktuelle Firma für den MP3-Player River H320. Okay. Der Lame Encoder. Damit lassen sich MP3s erstellen. Media Player 10. Was? Den installiere ich, glaube ich, sogar. Denn mein Media Player, der hier vorinstalliert ist, der hat große Probleme damit, MP4s zu erkennen. Damit manche erkennt sie gar nicht. Oh, okay. Scheint wohl nicht zu funktionieren. Cool. Oh, der Xvid Player. Die nehmen einfach alles. Virtual Dub. So. Aber Spiele. Spiele wollten wir spielen. Crazy Kickers XS. Fangen wir damit an. Ich höre nichts. Ist ein bisschen leise, glaube ich. Hier sind die Steuerung. Tastatur. Achso, ich kann konfigurieren. WASD, KL. Oh, das war's? Okay. Ganz leise im Hintergrund. Ja, yeah, Moment. Match-Modus. Ein Spieler. Ach, das ist nur die Demo. Wir haben den FC Banzai, den VfB Eukalyptus.
Da ist dann der Exendorfer SV, Eintracht Lizardia, Prima 76, FC Banana, Zulu Kickers und Borussia Horn. Ich möchte den VfB Eukalyptus spielen, ehrlich gesagt. FC Banana! Banana! Reisfeldstadion, Wüstenstadion, Savannenstadion, Vulkanstadion. Reisfeldstadion. Ja, keine Ahnung, schaut erst ein Match. Wer ist DK und L? Der FIFA-Killer, aber FIFA gibt's nicht mehr. Nein! Schiebung! Ja, yeah, verdient. Wir waren schon eine halbe Minute im Spiel. Freistoß. Nee, das ist nicht meiner. Ach du Scheiße. Okay, mit L mache ich eine Grätsche. Oh, nein, nein, Torwart! Oh Gott, das ist nicht der Torwart. Okay, mit K passe ich. Nein! Mit L wird man dann wahrscheinlich schießen. Wichtige Aktion war das. Hey! Der hat mir meinen Ball geklaut. Das war mein Ball. Nimm den doch an! Ich spiele doch nicht zu dem fucking Gegner. Ach du meine Fresse. Abseits! Los geht's! Wollt mich doch verarschen. Das ist absolut peinlich. Schmeiß den Trainer raus! Nein, er hat ihn gehalten! Ich weiß nicht ganz, wie ich schieße in dem Spiel, aber das ist okay. Verlierst gegen 20 Jahre alte NPCs, das stimmt nicht. Das hätte ich besser wissen müssen. Elfmeter. Hä? Was ist überhaupt gerade passiert? Ich bin so verwirrt. Lass mich kurz schauen, wie ich schieße, okay? Ach so, Taste 1, Taste 2. Ach so. Taste 1, Taste 2. Da gibt es ja keine Fragen mehr von meiner Seite aus. Ja, ich würde sagen, wir haben genug das gespielt. Das sage ich nicht, weil ich verliere. Ich denke einfach nur, dass wir genug davon gesehen haben, okay? Unabhängig davon, wie meine Performance daran gerade war. Ist das nicht links und rechts hier auf der Maus? Nein, da stand K und L. So, was haben wir sonst noch Neues? Ah, Crazy Kickers XS kann ich eigentlich direkt deinstallieren. Denn die Scheiße werde ich nie wieder spielen in meinem Leben. Microprose Gunship. Wir machen erstmal Shoot the Roach Mini. Mögi. Weiter.
weiter. Weiter. Weiter. Ja. 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 Okay. Also die wollen es wirklich wissen. Das ist keine Virtual Machine, das ist einfach ein alter Laptop. Und ich habe mit Virtual Machines nicht die beste Erfahrung gemacht. Oh Gott, das ist so empfindlich. Oh nein. Oh Gott. Es ist immer noch viel zu empfindlich, aber das ist okay. Level Winter. Dann shooten wir mal eine Roach. Los geht's. Der ist einfach nur ein Moorhuhn-Klon. Oh, da kommen die Roaches von oben. Nee, du gehst nicht zur Arbeit, mein Freund. Die Zeiten sind ein für alle Mal vorbei. Oh Gott, die kommen auch mit einem Messer auf mich zu. Hey, was ist los, Mann? Danger Ice. Das ist der Moorhuhn-Klon, auf den wir alle gewartet haben. Es ist super schwer zu steuern, weil die Maus immer noch viel zu empfindlich eingestellt ist. Ja. Nein, Mann, ich gehe nur zur Arbeit, Mann. Ich habe das Gefühl, man kann nicht wirklich mit vielen Objekten im Hintergrund interagieren, was ein bisschen lahm ist. Ich würde sagen, ein bisschen lahm beschreibt das Spiel generell ganz gut soweit. Der Title Screen war echt cool, aber jetzt? Jetzt fühle ich das nicht mehr. Da kommen noch ein paar von oben. Ich meine, die Idee ist ganz nett, glaube ich, aber ich weiß nicht. Heinz, Isabel, Andreas, Johannes, Oliviera. Ich habe sie alle besiegt. Fick dich, Heinz. Das ist kein anderes Level. Naja, cool. Hol dir kostenlose Wallpaper, Greeting Cards und cool. Die I love you Kakerlake. Was? Wer würde das jeweils als... Ich sag's dir, wenn deine Eltern auf dein Handy schauen und dieses Bild sehen... Von einer sexy Kakerlake. Du glaubst gar nicht, wie schnell es möglich ist, einen Therapieplatz zu finden. Denn sie werden einen finden. Auch wenn du dafür durch halb Deutschland fahren musst, mit der Scheiße. Nee. Instant erbt, yeah. Oh, ich mag Kakerlaken, keine Ahnung. Fucking shoot a roach. Außerdem von Minchung, 14 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Wo ist denn Lemming Ball Z? Da ist es, Games. Lemming Ball Z GL. Ganz liebe Grüße. So, jetzt spielen wir einen Klassiker, Freunde. Lass mich ja kurz schauen, was die Steuerung ist. Na gut. Ich werde es wohl herausfinden. Level. Ja, ich starte einfach das Spiel. Wen wollen wir denn spielen? Wir haben Goku, Vegeta, Gohan, Gotenks, Krillin, Frieza, Piccolo.
Ich sage, ich will Gotensk. Ich will nicht Pause, ich will den auswählen. Ach, das ist mein Gegner. Ach du Scheiße, was? Oh, wie greife ich an? Hilfe! Sehe nicht, dass der mich umbringen will! Wie mache ich was? Ich weiß nicht, wie ich angreife. Ich habe die Kamera geändert. Warte, habe ich jetzt gerade was gemacht? Hilfe. Nicht senden. Ah, Zeit für Hardhead. Lemming Balls gibt's auch im Netz noch zum Downloaden. Ich meine, würde ich von ausgehen. Ja, das war wild. Von DamageGames.com. Dieses Spiel wurde nicht verkauft. Ziemlich wild zu sehen, dass 2005 die Leute so eine Mega Man 2 Nostalgie hatten. Und der Hardhead hat Dr. Wily verraten und hat sich Dr. Light angeschlossen. Oh, das ist so eine MIDI-Version von dem Lied. Das ist meine Lieblingsversion von dem Lied. Okay, Leertaste. Napalm Man, Heat Man, Gyro Man, Spark Man, Pharao Man, Metal Man, ganz klar. Ganz klar, Metal Man muss als erstes gelegt werden. Ich denke, da gibt es keine Zweifel. Okay, mit A springe ich. Mit S schieße ich. Ich liebe die Laufanimation von dem Hardhead. Shit! Egal, was auch immer. Ich kam damals übrigens nie weit in dem Spiel. Ach du meine Fresse. Napalm Man ist etwas kontrovers. Ah ja, das war der mit den Lippen. Au. Ist auch immer, geh einfach dran vorbei. Munition. Au. Oh Gott, das ist so unangenehm, mit Tastatur zu spielen. Vor allem mit der Tastatur. Nettes Shovel Knight Rip-Off. Ja. Das ist der Shovel Head. Au. Au. Geh doch weg! Wenigstens nimmt man kaum Schaden. Ihr müsst wissen, ich habe die Famicom-Version für das Famicom. Und ich kann euch sagen, in der kannst du keine dreimal getroffen werden, bevor du tot bist. Schieß doch mal deinen Xbox-Controller an. Ich meine, vielleicht würde er funktionieren, aber der Laptop ist nicht in Reichweite gerade. Schauen wir, dass wir zum Boss rüberkommen. Nein!
fand ich jetzt gar nicht nett. Unerhört fand ich das, ehrlich gesagt. Ach Gott. Unerhört ist das. Ach, wenn man das Cap drückt, dann schließt man das ganze Spiel. Ich wollte eigentlich nur ein anderes Level wählen. Gott. Einfach komplett raus. Ich versuche, schau Escape nicht mal falsch an. Verflixt und zugenäht. Ich mag es, dass da dran stand, dass es von Nintendo of America licensed ist und sowas. Napalm Man. Das ist gar nicht der mit den Lippen. Es war Oil Man oder so, was ich meinte. Mega Man ist von Sega, sonst wäre er nicht blau. Oh, dieser MIDI-Klang. Das ist der gute Stoff. Das ist doch kein Mega Man 2 Level im Original, oder? Beziehungsweise das, worauf das basiert. Ach du meine Oh mein fucking Gott! Oh mein Gott, es ist einfach so viel los hier über. Kann der Grüne mal weggehen? Und du hör auf, durch die Wände zu fliegen! Nein, nicht der Grüne schon wieder. Okay, er ist tot. Der Soundtrack ist ein Kracher. Yeah. Au. Nein, der lila Bursche ist schon wieder da. Ich meine, ich weiß den Gedanken von das Fangame zu schätzen und sowas. Vor allem war es auch relativ früh für das, was es ist, aber. Ja, hier so viel spielt sie nicht so gut. Ach Gott. Warum halten alle Gegner so viel aus? Das Spiel hat geruckelt! Unverschämtheit. Verschämtheit. Nee. Gunship! Es hat kurz geruckelt. So wie das hier gerade. Hasbro Interactive. Fliegen. Starten. Hier. Ja. Bewaffnung. Ja. Start. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Ich verstehe noch nicht ganz, wie ich das steuere. Muss ich gestehen. Feindliche Fahrzeuge Raster aktualisiert. Ich schieße einfach mal. Jetzt hat nochmal sich Mega Man schlecht steuert. Es war nicht Mega Man, es war Hardhead. Oh, da drüben muss ich hin. Oh Gott. Oh Gott. Ich steuere das übrigens mit Pfeiltaste und der Maus, möchte ich anmerken.
Ganz komisch ist das. Hör auf, doch immer auf, dich so weit zu drehen. Der drüben krieg gleich richtig auf die Schnauze. Pass mal auf. Gleich geht's los. Kann ich das da unten noch angreifen irgendwie, oder? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Da ist was! Ach, shit. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Da ist der Feind. Nein, wir können uns jetzt nicht unterkriegen lassen. Steh auf! Ich verstehe die Steuerung nicht. Haben wir schon gewonnen? Ich weiß nicht. Ich erwische ihn nicht und... Ich habe das Gefühl, ein paar Kugeln sollten ihn langsam mal erwischt haben. Oh, er stimmt. Oh, ich mach mich so sauer. Nee. Das sperrt mir zu viel Lernkurve gerade, um hier spontan rein zu... Ich will jetzt auch nicht das Training machen. Ach, warum ist die überhaupt so tief? Keine Ahnung. So, pass auf. Als nächstes. Ich glaube, ich müsste irgendeine Computerbild-Spiele haben, bei der 100 Spiele drauf sind oder so. Oh, Tomb Raider 3. Das wär's doch jetzt. Im Jahr 2003 war er auch Turok 2 auf einer Computerbildspiele. Patricia 2 Gold, Autobahnraser 4 oder höre ich da Ballerburg? Little Fighter 2 war noch nicht drauf. Autobahnraser, das Spiel zum Film. Eine exklusive World of Warcraft Demo. Da würde ich mir ja gefallen lassen. Shit, habe ich überhaupt eine Computerbildspiele mit? Oh, da ist eine. 183 Vollversionen. 183 Spiele, Freunde. Da bekommen wir noch was geboten für unser Geld. Was ist so da solche Haselnussröllchen von aus der DDR Snackbox? Wow, Moch und Schatziger ist ein Highlight. Top Demos. Star Wars Empire at War, Forces of Corruption, Flatout 2, Company of Heroes. Damals kamen noch Spiele raus. Ah. Air Taxi, Alien Horde, Aliens Pinball, Astro Man, Atoll. Ach du meine Fresse. Oh, nuts! Okay, das sind die langweiligsten aussehenden Spiele, die ich jemals gesehen habe. Ballermann, hey Baby! Das ist einfach nur Frogger, wie es aussieht. Gut. Wir gehen auf jeden Fall in Ballermann, hey Baby rein. DDR Snackbox, gibt's darüber ein Dekmerimme-Video? Ja, das kam um 12 Uhr online. Vor 1,5 Stunden. Hey, Baby! Flatout 2 wäre Pock. Das kann ich nicht, das ist so physikbasiert, da sterbe ich doch nur. Black Penguin? Weiß nicht, was seine Farbe damit zu tun hat. Blobs? Ach du meine Fresse, was sind das für Spiele? Bouncy Extreme. Extreme!
Oh, Nuts Morgi beim DDR-Video. Da waren sehr viele Haselnüsse dabei. Das ist so extrem! Breakball. Bubble Ball. Das sind alles solche komischen One-Screen-Puzzler. Bubble Ghost? Bubble Ghost ist ein offizielles Spiel. Burger Mania? Freunde, ich habe ja von dem Mania einiges gehört, aber sein Bacon Burger konnte ich bisher noch nicht probieren. Müssen wir direkt ändern. C. Cannon Hill. Ne. Carpet Golf Katapults. Chicken Invaders? Yo, die haben Chicken Invaders. Kennt ihr Chicken Invaders? Christmas Bound. Chromium BSU. City Mining. Clickomania. Clong Planet! Clong Planet sollte ich aber auf dem PC schon vorgestellt haben. Irgendwann will ich ein Video über Clong Planet machen. Ist quasi Terraria aus von 2002 oder so. Clong Planet war wild. Wir werden aber jetzt nicht reinschauen, weil die Steuerung ganz komisch ist zum Reinkommen. Okay, machen noch D. Im Stil der bekannten TV-Ratespiele müsst ihr diverse Fragen aus allen möglichen Kategorien beantworten. Anfänger raten sich im Trainingsmodus schon mal warm, in der Variante Wettkampf dagegen sind sie nach einer falsch beantworteten Frage sofort aus dem Rennen. Und für Schnelldenker gibt es im Modus Zeitdruck. Weißt du, was ist mit diesen Figuren? Auf das Risiko hin, ein 24-Stunden-Band zu bekommen. Hey, da ist auch ein Spiel über mich. Ich bin nämlich Dr. Horst. Nicht das hässliche Entlein. So, wer ist Dr. Horst? Clickomania habe ich sogar noch auf dem Laptop für zwischendurch. Clickomania. Oh, das haben wir schon mal gespielt. Deadly Weapons, das habe ich auch schon mal gespielt, das ist scheiße. Fliegenkiller. Der Kieselsteiner. Die Teppichklinik. Als Angestellte einer Teppichreinigung haben sie kein leichtes Leben. Mit einem kleinen Auto flitzen sie quer durch die Stadt und sammeln verdreckte Vorleger ein und bringen sie zur Reinigung. Ach du meine Fresse. Dougalberry. Dr. Horst. Och, schade. Ist nur Dr. Mario. DX-Ball. Nee. Alles gut. Wir schauen mal in das rein, was wir... Fucking Gunship. Weg mit Gunship. Ein paar der neuen Spiele schauen wir mal rein. Yeti Sports müsste auch drauf gewesen sein. Ich meine, wir haben noch ein paar Buchstaben vor uns. Schauen wir mal in dieses Extreme rein. Bouncy Extreme! Programmierung, Level und Idee von Thorsten Simon. Thorsten Simon. Na, starten wir das Spiel einfach mal. Oh, Extreme! Nein! Nein! Bisschen Musik wäre, glaube ich, ganz gut. Ganz vorsichtig. Da habe ich wohl extrem gefailt. Oh Gott. Warte auf mich. Oh, das Spiel ist... Oh nein, die Plattform. Oh nein, mit der muss man sich ein bisschen mitbewegen. Oh, das ist nicht schön. Nein, nein! Ich meine, ich mag das Spiel prinzipiell. So ein bisschen Ball durch die Gegend rollen. Man merkt aber, dass damals Physik-Simulation nicht so ganz
frei erhältlich waren. Ich will wenigstens Level 1 schaffen. heute im Retro Extreme. Hey, warum klippen die ineinander? Was soll denn das? Das ist aber nicht schön. So, ich spiele jetzt heutzutage als App mit 10.000 Werbungen. Ja. Oh Gott, nein! Spring doch nicht übers Ziel! Okay, Extreme direkt ins nächste Level. Ach, die Teile sind schräg. Wow! Naja, gut. War mir vielleicht doch ein bisschen zu extrem. Burger Mania! Ich habe Angst. Okay. Crown Meat Heal. Was? normal, glaube ich. Drei Burger. Was mache ich, wenn er fertig ist? Ein Haar draufpacken? Hä? Was war doch ein Hamburger? Es war doch einer. Ha. Kommt da noch Ketchup drauf? Nee. Was? Teriyaki Burger. Das? Salat? Fleisch? Das? Teriyaki. Lass mich die Rezepte mal anschauen. Was? Alter, was ist das für eine SpongeBob-Geheimformel? Brötchen, Fleisch, Gürkchen, Zwiebeln, Ketchup, Senf, nochmal Brötchen und Flagge und zwar genau in der Reihenfolge. Aber wie soll ich mir die Scheiße denn merken? Gürkchen, Zwiebel, Ketchup, Senf, okay. Gürkchen, Zwiebel, Ketchup, Senf, das. Wisst ihr, ich wünschte, ich könnte, während ich im Spiel bin, die Rezepte nachschauen, aber das kann ich nicht. Das heißt, man muss das Spiel beenden und dann, was brauchen wir für Cheeseburger? Also das gleiche, nur nochmal mit Käse. Und Teriyaki ist... Oh, Teriyaki ist schwer. Untere Teil, dann Salat, Fleisch... Zwiebeln, süße Mayonnaise, Teriyaki-Soße und dann... Ach du... Oh, das kann ich doch nicht merken. Wir machen jetzt easy. Oh, er will direkt alle einmal haben. Dann Zwiebel, Mayo, Teriyaki, das obendrauf. Boom! Ich bin im Spiel! Cheeseburger. Das, Ketchup, Senf, Deckel, Cheese. Boom! Burger, hä? Hä? Ketchup oder Senf? Oder Senf oder Ketchup? Okay, vielleicht ist die Reihenfolge sogar egal, wenn man Glück hat. Das ist echt ein aufregendes Spiel, muss ich sagen. Okay, hören wir auf, es zu spielen. Also, wenn man die Rezepte mal hat, dann war es auf einmal nicht mehr so aufregend. Muss ich leider sagen. Bob wäre stolz. Oh ja. Chicken Raiders. Chicken Raiders habe ich damals gerne gespielt. Tatsächlich. Damit bin ich vertraut. Das Space Invaders nur mit... Naja.
Mit Hähnchen halt. Ich glaube, das könnte es vielleicht sogar auf Steam geben. Dolby Surround? Nee. Also habe ich viele Zweifel, dass das Dolby Surround ist. Die Chicken-Invasion beginnt. Die Hähnchen greifen an! Auf Steam gab es nur Chicken Invaders 4. Peinlich. Wie kann das überhaupt eine Reihe sein, die 4 Teile hat? Space Burger? Boah, ich hätte gerne einen Chicken Burger. Oh, hätte gerne sie gerne Pommes dazu. Sehr, den Burger habe ich gemacht. Hätten Sie gerne einen Teriyaki Burger? Oh ja, man sammelt dann die Keulen ein. Das macht dann ein crunchy Soundeffekt. Keine Ahnung, ob man stärker wird, wenn man mehr Coin einsammelt, aber ich habe keine Lust, sie einzusammeln, also... Ne, ist nur für den Score. Ganz recht, glaubt dem Hype, jetzt kommt nämlich Welle 2. Coin bringen extra Lives, da sollte man lieber... Oh, da ist ein Geschenk, das will ich haben. Doppelschuss! Jetzt bin ich nicht mehr aufzuhalten, Freunde. Ganz vorsichtig den Eiern ausweichen. Ja, das ist der Stoff. 2020! Oh nein! Oh, ich hasse die Welle! Nein! Fuck. Mein Doppelschuss! Hab mir gerade 1 bis 5 gekauft. Gibt's da Teil 1 bis 5 auf Steam oder was? Wo kauft man heutzutage Chicken Invaders? Gibt's auf Steam? Okay. Oh. Wilde Perspektive, meine Freunde. Ich glaube, ich habe die Erde gerettet oder so. Yes! Oh, da lebt noch eins. Oh Gott! Triple Schuss? Oh Baby, conjoined! Ja, ihr habt mal schön Abstand von mir jetzt. Ihr ollen Hühner. Ihr seid so schwach, da lachen doch die Hühner. Ganz recht, ich hab's gesagt. Musik ist bei den Spielen irgendwie nicht drin, warum haben die keine Musik? Ich weiß es nicht. Ich meine, das Spiel wurde halt von einem Programmierer gemacht, das sind keine Musiker. 38 Euro für Chicken Raiders Complete Set. 38 Euro? So, ich glaube, wenn wir den besiegt haben, dann haben wir alles gesehen von Chicken Invaders 1. Wenn mich nicht alles täuscht, dann... Wie, ups. Wenn mich nicht alles täuscht, wiederholt sich jetzt alles nur noch. Yep. Und das war Chicken Invaders. Vielleicht war es doch Teil 2, was ich gerne gespielt habe. Teil 1 scheint mir doch ein bisschen sehr minimalistisch zu sein. Ich glaube, die Hühner halten jetzt mehr aus. Premium Games kosten eben. Ja. Yeah. Na naja, gut, Chicken Waiters. Press Y to confirm exit, dann drücke ich Y und es geht. Man muss Z drücken. Müsst ihr wissen.
Teil 2 hat noch andere Waffen, glaube ich. Würde ich hoffen. Dann ist es Zeit für das Dark Quiz. Zum Spielstart bitte Taste betätigen. Dieses Bild. Der sieht aus, als hätte er Schmerzen. Warum ist es explodiert? Warum platzt es aber? Du hast den Dark Quiz-Spielmodus Wettkampf eingestellt. Hierbei werden dir 100 Fragen aus verschiedenen Kategorien gestellt. Für jede Frage hast du übrigens nur maximal 15 Sekunden Zeit. Sollst du nur einmal falsch antworten, ist der Wettkampf beendet. Ach du meine Fresse, das ist hardcore. Wer ist der Nachfolger im russischen Wer war nach Jelzin? War das schon? Scheinbar. Wodurch kam im Jahr 2000 die südphilippinische Insel YOLO in die Schlagzeilen? YOLO! Shit. Ach du meine Fresse, was ist das für ein Quiz? Oh mein Gott, was sind das für Fragen? Wer schoss im Fußball-WM-Finale 1974 den entscheidenden Siegtreffer? Gerd Müller! Das ist sogar richtig. Wie viele Tore schoss Gerd Müller in 62 Länderspielen für Deutschland? 68! Gerd! Unser Mann! Diese Momentaufnahme zeigt der Programmierer von Dark Quiz. Volker. Oh yes. Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? Das weiß ich. Welchen Farbton ergibt folgende Mischung? Rot und Blau. Sie will mich verarschen oder so. Das scheint ein Skill-Issue zu sein von meiner Seite aus. Das Blau muss sehr hell sein, dann geht das. Also, warum ist überhaupt Violett eine Antwortmöglichkeit hier? Volker, was ist da los? Okay, wir machen noch eine Runde. Ja, wo sind die halbnackten Dämonendamen? Wo Bob? Okay. Da sind sie! Vielleicht sind sie zu sexy. Vielleicht sollten wir die nicht anschauen. Welcher Fußballer wurde als das Ungeheuer bezeichnet? Rüdiger Abramczyk. Nein, es war Horst Rübsch. Ich liebe es, dass da oben Versager steht, weil ich nicht wusste, welcher Fußballer als das Ungeheuer bezeichnet wurde. Warum sind das überhaupt so viele Fußballfragen? Ich glaube, Volker war Fußballfan, ich glaube auch. Er schrieb das Familiendrama, die Buddenbrocks. Shit. Ich habe auch keine Ahnung. Früher gab es nicht viel anderes, wir machen noch einmal. Woraus besteht Lanolin? Leinöl. Shit, es war Wollwachs, Wasser und Paraffin. Kann ich... Wir werden das jetzt nicht weiterspielen, das ist dämlich. Huiuiuiuiui, das ist ein Hardcore-Quiz, Freunde. Buchstabe E. Legit kein Allgemeinwissen. Ja, ich war überfordert. Muss man fairerweise sagen. Gutes Spiel, hier merkt alles wie aus einem Guss. Die Explosionen, die sperrig begleiteten David, die hochqualitativen Fragen und der arme Mann mit Verstopfung im Hintergrund. Yeah. F. Euer Falafel King, den. Installieren wir Falafel King. Das habe ich mir auch vorgemerkt, vielleicht für die kulinarische Review.
Der alte Falafel-King. OMG, da ist Froggy Castle. Das ist eine Nachricht, von der ich nicht dachte, dass ich sie heute im Chat lesen werde. Fessi räumt auf. Fiat Panda Fundraiser. Flottes Bienchen. Dass Honigbienen nicht gerade faul sind, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Jetzt sollen sie die Rolle einer Biene übernehmen. Während eine Sanduhr abläuft, müssen sie so viele Hunde wie möglich sammeln. Langweilig. Free Ride Trash. Dieses Spiel hat mutigerweise bereits Trash im Titel. Da müssen wir rein. Falafel King klingt nach einem Billig-Döner-Mafia-Abklatsch. Das stimmt. Nein, wir werden das nicht installieren stattdessen. Wenn das Spiel irgendwelche DLL-Files von Windows überschreiben will, dann ist es immer... Übernehmen Sie die Rolle eines Jägers und begeben Sie sich in einen verzauberten Wald. Ihr Jagdziel aufgeblasene Frösche, die orientierungslos durch die Luft schweben. Haben Sie einen mit Ihrer Waffe erwischt, werden zwei kleinere Kröten daraus. Ach, das ist dieses Spiel. So eins. Gary die Schmeißfliege. Gentleman? Okay, wir schauen noch ein paar durch, die wir vielleicht installieren wollen, aber ich glaube, dann werden wir eine andere Disc wählen, denn hier ist nur so eine Scheiße drauf. Diese Spiele sind alle so... Gütertrennung XS. Diese Spiele sind alle so ein kolossaler Abfall. DLL-Files sind Bonus, falls sie deinen Computer schneller machen. Guck mal bei M vorbei. Okay. Go Around Showdown war ganz nett. Endabrechnung Meteor Western statt. Beim Ping-Duell ist nicht nur Schnelligkeit gefallen, sondern auch Kaltblütigkeit. Ruhe und Überlegung. Wechseln Sie geschickt zwischen Raketen und Strahler und weichen Sie den Geschossen Ihres Gegners aus. Ein spannendes Ballerspiel, das nicht nur um 12 Uhr mittags Spaß macht. Hä? Inwiefern 12... Warum 12 Uhr mittags? Was? Was hat das mit irgendwas zu tun? Hä? Eine High Noon-Referenz. Ne, verstehe ich nicht. Deswegen bin ich bei Dark Quest auch durchgefallen. Hacker. Hamburger Weihnachtsreise. Er sieht Hamburg aus. Haunted House. Helicarrier. Highway Pursuit kenne ich, glaube ich, auch. Höllenjob XS. Mori muss mehr Western schauen. Nee, 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 nee. Oh, die haben Jardinines. Jardinines! Erinnert euch an die Jardinines? Jardinines? Ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Dazu wollte ich tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit ein Video machen, einen kleinen Review quasi, einen Rückblick darauf. Und wir werden eine Runde spielen. Davon gibt es übrigens einen Teil 2 auf Steam, der aber irgendwie Mobile-Elemente hat, wo man dann ein bisschen warten muss, bevor man wieder eine Runde spielen kann und so eine Scheiße. Jumper. Jumping Jack. Kaffeeklatsch? Oh Gott. Die Arbeit in einem vielbesuchten Café ist komplizierter, als man glauben mag. Sie werden... nee, gar keinen Bock. Kiki the Nanobot? Knight? Kochmeister Pfanne XS? Oh Gott, das ist gleich scheiße wie Waldmeister Sause. Crack the Waves. In diesem Spiel muss alles in die Tüte mit der Maus schießen, sie umherfliegende Kartoffel, Chips und Chilischoten kurz und klein, um sie gleichzeitig am unteren Bildrand mit einer Chipstüte einzufangen. Oh mein Gott, dieses Kükenspiel! Ich erinnere mich an Kumun! Oh, ich erinnere mich hieran! Da ist mein Küken mit einer Bazooka und schießt irgendwelche komischen Physikkugeln ab.
Sieht unironisch alles nach Trash aus. Das ist unironisch alles Trash. Larry Cannibal Crush. Larry Jungle Smash. Larry Super Ego Mania. Larry's Grand Slam Tennis. Und Lumen. Ihr Reich ist die Toilette. Als Klofrau oder Mann tragen Sie die Verantwortung dafür, dass jedem Ihrer Kunden genügend Toilettenpapier für zur Verfügung steht. Keine leichte Aufgabe, denn Ihre Bedürfnisanstalt ist gut besucht. Und aus jeder Tür strecken sich Hände, die nach dem Wischpapier betteln. Jeden damit zu bestücken erfordert viel Geschick im Umgang mit der Maus. Gott, der eine Typ, der die ganze Zeit Z schreibt. Ich gehe doch die Buchstaben durch, hör doch auf jetzt. Meine Güte. Marvel Insanity, Marvel Young. Dieses Spiel sind bunte Kugeln oder Reifen aufeinander gestapelt. Sie haben die Aufgabe, jeweils gleich aus denen Paare zu entdecken. Wahnsinn. Mau Mau. Was ist das für eine Anime-Scheiße? Minigolf One-Shot, Morfrosch XS. Ah, fucking Morfrosch. Ist einfach nur ein Frogger-Klon. Napkin Race. Neocron Arcade sieht lustig aus. Also da ist wirklich nur Scheiße auf dieser CD. Es ist unglaublich. Müsste ja nicht auch Tomb Raider drauf sein. Nicht auf der Disc. Das kann ich dir versprechen. Netmühle. Nonsense Trilogy. In diesem ausgeflippten Spiel steuern Sie eine aufgedrehte Comicfigur durch etliche Abenteuer. Mal kommt es darauf an, Angreifer mit Wasserspritzern unschädlich zu machen. Dann wieder geht es darum, lauernden Bösewichtern auszuweichen. Ja, komm, Nonsense Trilogie. Da gehen wir rein. N war erstaunlicherweise ein wirklich guter Plattformer. Ja, ich habe keine Lust. Octoneuro P. Pack. Pac-Man EX2. Pack-Z. Papierkrieg. Passage 3 Sonderedition. Oh Mensch. Die Passage 3 Sonderedition. Auf die habe ich gewartet. Pack-Arcana 2. Pekka ist ein gewiefter Hahn, der die Verantwortung für einen ganzen Stall voller Hennen trägt. Als eines Tages alle Glucken wie vom Erdboden verschwinden, begibt Pekka sich auf die Suche nach dem Federvieh. Im Stil von Spielen wie Super Mario oder Sonic the Hedgehog steuern sie den Gockel von nun an durch gefährliche Welt voller Abenteuer. Gehen wir rein in Pekka-Kana. Da fühle ich doch direkt. Sieht optisch ganz hübsch aus, muss man sagen. Pentalego, Pink Zirkus, Pink Cosmic Downhill, Pink Flipper, Pink Invaders, Pink Man, Pink Pirate, Pink Plantophobia. Sag mal, wer ist Pink? Und warum ist er die Pupsi? Spätestens seit Einführung des Dosenpfandes hat die Getränkepackung keinen guten Stand. Auf der Flucht vor dem Recycling verschlägt es Cola-Dose Pupsi in den Dschungel. Schlüpfen Sie ins Alu-Gewand des kleinen Helden und steuern Sie ihn heil durch den gefährlichen Urwald. Unterwegs gesammelte Bananen werden zu Wurf geschossen und dienen der Selbstverteidigung. Was? Was ist dieses Konzept? Quarry. Oh, das sieht super cool aus. Deswegen spielen wir es nicht. Razer Gumpfs. Renny und Klaus, Renny und Klaus, Renny und Klaus. Schon wieder mehr Ping. Rubik's Clock.
Nee, nee, lass mal die Scheiße stecken. Schiffbruch? Schneehuhn. Leute, die habe ich schon mal vom Moorhuhn gehört bei Schneehuhn. Scorch 3D. Liefern Sie sich dort einen Schlagabtausch mit anderen Kämpfern. Auf genaues Ziel kommt es, damit die Projektile mit voller Kraft einschlagen. Gewinnen Sie, so gibt's Geldprämien, mit denen Sie neue Waffen kaufen können. Oh, ich will in Scorch 3D reinschauen. Ich installiere viel zu viele Spiele. Stronghold Castle Attack, das doch nicht. Nee, das ist kein Spiel der Stronghold-Reihe. Ski Extreme. So, ich gehe noch den Buchstaben durch, danach spielen wir mal wieder was. Space Pong, Space Raider, Speed Bowling, heiß. Speed Darting, nicht so heiß. Speed Blocks, Speed Cards, Speed Mahjong, Speed Push, Speed Pyramid. Ihr müsst nicht Speed für jeden Spieltitel packen. Sphere, Squirm, Starlight Racing, Stone Checker, Stronghold Castle Attack, Super Nautica, Surf Attack, Sweet and Sour. Okay. Falafel King. Mal wenigstens das Spiel mal noch größer. Bla 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 bla. Okay. Mit Leertaste kann ich das Spiel pausieren. Ja, was willst du jetzt? Out for lunch. Falafel wahrscheinlich, oder? Ach, der füllt auf, okay. Wir machen ihm Falafel. Fliegen weg. Jetzt ist er zufrieden. Muss einfach nur genug Zutaten reinmachen. Füll mal nach, Alter. Oh, die Fliegen sind da. Das ist echt ein wildes Spiel, muss man sagen. Da kommt man aus dem Spaß gar nicht mehr raus. Oh, Freeride, das heißt nicht Freeride Trash, das heißt Freeride Trash. Können wir uns die volle Farbtiefe und die volle Auflösung. Los geht's. Free Ride Fresh. Single Race. Nitron. F45. Ich will F45. Los geht's. Ich glaube, das würde ich gerne ein bisschen lauter machen. So eine ganz kleine Spur. Oh, das ist ein Hit. Ich sage es euch, das Spiel, wenn ich das damals auf einer Stream von Computerbild Spiele gehabt hätte, das wäre eins der Spiele, wo ich mich, ich kann nicht mehr nach rechts lenken. Hä? Der lenkt nicht mehr. Ich bin so verwirrt. Warte nochmal.
Welch hochmodernes Spiel. Mensch, dabei dachte ich, da sind in der Retro-Kategorie moderne Spiele. Vielleicht bin ich zu oft gegen die Wand gerast oder so? Okay, noch kann ich, jetzt kann ich wieder nicht mehr steuern. Das liegt an der Stelle hier. Hä? Auf einmal kann man nicht mehr steuern. Oh mein Gott, die können alle nicht mehr... Das kann doch nicht sein. Was? Sieht aus wie ein Bug, meinst du? Für mich sieht das aus, als ob alles so funktioniert, wie es das sollte. Du wirst trotzdem überholt. Ja, weil das sind auch Bots, die haben keine. Die schämen sich nicht dafür, dass sie die ganze Zeit wie blöd gegen die Wand fahren. Jetzt kann ich nicht mehr lenken. Wir schaffen das, Jungs. Wir werden das Ziel erreichen. Seite an Seite! Ich bin nicht Letzter, das ist das Wichtigste. Ja, cool. Cool, 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 cool. Also Fehler aufgetreten. Gütertrennung XS. Freunde. Jetzt wird recycelt. Nur in der XL-Version, nur in der XXL-Version, dann haben wir wohl nur die Vorstadt. Get ready. Leben verloren. Und jetzt recyceln wir ein bisschen. Indem wir Sachen kaputt machen. Bonus. Oh oh. Das ist sehr fragil. Jetzt der Stuhl. Oh oh, meine Kettensäge ist leer. Jetzt aber schnell wieder auffüllen. Sie haben für dieses Spiel Geld verlangt. Level geschafft. Level 2. Und Level 2 ist das Ganze einfach nochmal. Oder was? Das ist ja echt aufregend. Erinnere mich ein bisschen an Assi Sports. Falls ihr mit diesem Hit vertraut seid. Bleib mal ganz gespannt, Alter. Versuche nur zu recyceln. Ich will keinen Grund, mit deinem dummen Hammer auf mich loszugehen. Oh, wenn man die Kettensäge vor sich hält, dann rennt der Typ weg. Weil er Angst hat, von dem verrückt mit der Kettensäge angegriffen zu werden. Es sieht absolut langweilig aus. Es ist absolut langweilig. Du meine Fresse. Wer würde das jemals kaufen? Warum riecht sie an ihrem Finger? Nee, 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 nee. Go around showdown. One Fun TV. Ach, das war das. Die hohe Spielqualität, bitte. Was? Au! Wie schieße ich denn? Hä? Ich
Wenn ich kann mit der Maus springen, mit der Leertaste schieße ich dann. Okay. Naja, gut. Nonsense Trilogy. Kannst fürs nächste Mal wieder einen Herstellungspunkt setzen, dann musst du den ganzen Müll nicht wieder deinstallieren. Ja. Hasen. Das ist die Nonsense Trilogie. Das ist ganz schöner Nonsens, was ich hier sehe. Das ergibt auch gar keinen Sinn. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich irgendwas, was ich nicht im Stream zeigen sollte. Cinnamon! Die Nonsense Trilogy. Der linken Maustaste beginnt man. Los geht's! China 1893. Akt 1. Shoot the Blummy. Was? Schau ich jetzt mit der Maus oder? Okay. Mit Alt pausiert man. Mit STRG schießt man. Das ist ja ganz schöner Nonsens hier, meine Freunde. Level 2. Oh, das, ist das etwa ein kleiner Indianer? Oh nein. Level 3. Okay, und wo bleibt jetzt das Level... wo bleibt das nächste Minispiel? Das Spiel hatte ich damals sogar. Inwiefern auf der Computerbild Spiele oder... als tatsächlich im Laden gekauftes Spiel. Akt 2. Some stupid jungle or banana B1. Okay. Wir müssen die Pussycats avoiden. Keine Sorge. Das wird mir nicht schwerfallen. Keine Sorge. Das wird mir nicht schwerfallen. Keine Ahnung, meine Eltern haben es mir damals mitgebracht. Oh nein. Mogi. Ich will das jetzt beenden. Beende das jetzt! Quit Game. Oh mein Gott. Spaßig. So, was haben wir jetzt nächstes? Jardinane. Wir werden... Ich glaube, ich habe genug von der Disc gespielt, ehrlich gesagt. Wir werden danach... ein paar Streamfans reingehen, wo auch ein paar Videos und andere Sachen drauf sind. Wir gehen jetzt noch die paar Spiele durch. Pupsi. Danach habe ich genug von dem Trash von dieser speziellen Disc. Drücke Enter, um zu starten.
Das ist also der alte Pupsi, von dem ich schon so viel gehört habe. Shit. Shit. Yeah. Wie schieße ich denn? Okay. Ist ein bisschen 3D. Ich weiß ja nicht, Pedro, was das Spiel betrifft. Oh. Ich wollte es eigentlich nochmal spielen, aber... Naja, okay. Pekkakana 2. Oh, das sieht wild aus. Da gibt es noch ein tatsächlich gutes Game. Ist ja nicht auf der Disc, sondern Download. Nennt sich Dove. Kann ich nur empfehlen. Passt gut auf Windows XP und die Zeit. Wie generell einfach irgendein Download-Spiel oder was? Was ist das hier eigentlich gerade? Oh, das sieht super gut aus. Was ist da los? Ich bin Packer. Was? Warum? Das sieht so viel besser aus als alle anderen Spiele. Oh mein Gott, schau ich das an. Ach, steuert sich ein bisschen träge. Finde den Ausgang. Pass auf die bärtigen Tiere auf. Die bösartigen. Vielleicht sind es aber auch bärtige Tiere, wer weiß das schon. Federn bringen Energie zurück. Mit Megafon puste ich meine Feinde weg. Wie setze ich das ein? Warum werden diese Spiele mit einem... Oh Gott. Ich habe X gedrückt. Warum beendet sich das Spiel, wenn man X drückt? Frag... Steuerung. Frag doch wenigstens, ob ich das so will. Megafon ist Shift. Okay. Können wir eigentlich Vollbild haben? Nee, okay. Und wenn man zurückdrückt, dann beendet man das Spiel eben. Warum will dieses Spiel unbedingt geschlossen werden? Das war zurück und nicht beenden. Meine Güte. Passen wir bestmal auf die bösartigen Tiere jetzt auf. Oh oh. Setzt das Megafon überhaupt nicht ein? Hm. Oh, das ist eine Röhre. Ne, ist ein Schalter. Außerdem von Riot Kiri. Der Riot Kiri, je nachdem. Ein frischer Sub, vielen lieben Dank. Du hast den Highscore geknackt, du bist der Champ dieser Episode. Dankeschön. Ich frage mich, was die Leute im Spiel gemacht haben, ob die noch irgendwas Cooles danach gemacht haben. Ich habe das Gefühl, vor allem für die Zeit damals sieht das super gut aus. Ist auch ein Gratis-Spiel. Würde mich nicht wundern, wenn irgendjemand, der dahinter steckt, dann noch irgendwas Gutes gemacht hat in Zukunft oder so. Oh oh. Ich kann das Megafon nicht einsetzen. Aber ich kann auch einfach auf den Frosch springen. Nee, dann nehme ich Schaden. Komm, mach Level 5. Oh. Entwickler von DK geworden. Stimmt.
Au. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so gut in diesem Spiel. Aber ich gebe der Tatsache, dass ich kein Megafon einsetzen kann, die Schuld dafür. Ups, hab X gedrückt. 11k, Nudelkoch. 35 Monate. Resub, wie lieben Dank. Neocron Arcade. Das dumme Megafon. Wer setzt überhaupt sowas auf Shift standardmäßig? Reaktor.com. Okay. Select player, Miss Jones. Mr. Jones. Das sieht auch relativ cool aus. Ich spiele das Spiel nicht für die Story. Hör bitte auf. Warum wollen die dieses Spiel immer, dass man STRG drückt? Ah, Spinne! Pfui, Spinne! Ich habe unendlich Munition, als wäre ich einfach mal schießend weiter nach vorn laufen. Okay, mit Leertaste werfe ich die Granate. Warum bekämpfe ich Spinnen? Ich dachte, ich will vielleicht irgendwie Soldaten bekämpfen oder so. Oh, da sind auch Pflanzen, die auf mich schießen. Miese Pflanzen. Keine Sorge, ich habe ein paar Antipersonengranaten. Wäre mal super, wenn man Shift oder STG gespammt und dann diese Meldung mit Einrastfunktion kam. Das ist Shift. STG ist cool. Die Taste kannst du öfter drücken. Da macht dir niemand Vorwürfe dafür. Antipersonengranaten! So, und ist das jetzt das Spiel? Ich muss nämlich sagen, nicht so viel Abwechslung. Würdet ihr mir dazu stimmen? Ein Flammenwerfer, der hat nur begrenzt Munition. Der hat auch so. Der Flammenwerfer ist super scheiße, warum würde ich den haben wollen? Ich schaffe die Scheiße aus den Augen. Versuchst du gerade mir zu erklären, dass Antipersonengranaten gegen Spinnen helfen sollen? Nee. Oh, das sind andere. Sie ist ein Elf oder so. Und der andere Typ ist ein Zombie. Lauf! Nein! Shit, die Spinnen! Die Spinnen! So eine Scheiße.
Dark Future Cyberpunk MMORPG mit FPS-Style Combat. Warte, wie heißt dieses Spiel? Da steht kein Name von dem Spiel. Oder ist es Evolution 2.1 Neocron? Das, was ich gerade gespielt habe, war doch Neocron. Neocron ist das FPS-MMO. Na, die wollen es einem wirklich schmackhaft machen. Da muss man direkt durch drei Werbungen sich klicken am Ende. Come on! Ich glaube, da wird auch nicht viel Videospiel drin sein, aber ich erinnere mich daran. Seht ihr, man ist ein Huhn und dann muss man die Türme umschleudern. Ah, miese Aktion. Ich muss ja gar nicht schießen. Score minus 10? Ach du Scheiß, man verliert 14.000 Punkte, wenn man das berührt. Oh oh. Oh oh. Starker Schuss. Wie soll man in dem Spiel jemals nicht reinscheißen? Room failed. Das ist nicht umgefallen. Oh, meine Güte. Ach, du liebes Lieschen. Game over. Ha. Ich habe gerade mal den Pekka Khan-Entwickler recherchiert. Der hat aber danach nur in Browser-Games gearbeitet. Nichts, was man kennen muss. Weil es hat ja auch eine gewisse Browser-Spieloptik. Bisschen schade. Aber gut. Flo Kundi, 200 Bits. Vielen lieben Dank. Kennst du böse Nachbarn? Ich habe einen Teil mal ein bisschen gespielt. Also ich glaube, ich muss zwischen die so treffen. Wie minus? Wie kann das alles immer minus sein? Okay, ich verliere aber keine Punkte, wenn ich die weißen Blöcke verschiebe. Das macht's ja ziemlich cheap. Das heißt, wir schieben jetzt einfach die weißen Blöcke durch und dann bestehe ich alles, oder was? Der ist auf mit... Der ist mir auf den Kopf gefallen. Ich will jetzt den Raum bestehen. Ich liebe Screen Tearing, dann habe ich das richtige Spiel für dich, mein Freund. Okay. Soweit so gut. Soweit so gut. Ich sehe auch, dass man verschiedene Waffen hat. Das, die letzte hat eine Rakete. Vielleicht will ich mir die mal anschauen. Wirklich? Ist das ein Shotgun? Grenade Launcher? Grenade Launcher. Oh yes, jetzt kommt mir die Sache doch bekannter vor. Yeah. Direkt Granatwerfer. Los geht's. Oh oh. Oh, nein!
Ich hatte so große Angst gerade. Da fliegt der Block auf mich zu wie ein Wilder. Wie krieg ich den jetzt da raus? Okay, wisst ihr was? Da gönne ich mir einen Schuss gönne ich mir. Oh ja, darauf läuft das Spiel hinaus. Ich fand das damals cool. War zu der Zeit wohl ein halbwegs frisches Konzept. Nein, ich habe ein... Ich kam ihm zu nahe, ich habe... Ist doch dumm. Ich habe wieder alles verloren. Alles verloren habe ich! Dann würde ich sagen, zu guter Letzt... Die Jardinines. Nein! Ich habe den Namen davon wirklich nie laut ausgesprochen. Das ist komisch. Das Spiel ist fantastisch. Es ist einfach nur Breakout, aber es hat den Twist von Gartenzwergen. Oh, direkt das beste Power-Up zu Beginn. Explosionsradius! Laserschüsse, wir haben sie einfach alle. Wir haben sie einfach alle. Oder sogar ein fucking Jardinine. Jardinine, doch. Oh yeah, genau. Je länger man den Leveln braucht, desto mehr von den Zwergen tauchen auf. Shit! Nein, oh, das macht ja... Oh nein, das Teil-1-Sommel macht alles schlecht. Seht ihr, da ist er. Wenn den erwischen, dann geht's richtig los. Der wirft manchmal mit Blumentöpfen. Yes. Das heißt, wir können ihn ein bisschen springen lassen. Dann bekommen wir ein paar Punkte. Und er wird zum Power-Up am Ende. Ja, das Spiel habe ich damals super gerne gespielt. Und wie gesagt, es gibt einen zweiten Teil davon. Aber der hat ganz viele komische Free-to-Play-Mobile-Elemente, wo man nur in einer gewissen Zeit eine gewisse Menge von Leveln spielen kann. Außer man kauft die Vollversion, die kostet 15 Euro oder so. Was für ein Breakout-Klon ein bisschen viel ist. Oh, doppelte Punktzahl. Hey! Hey! Wirf den jetzt nicht auf mich! Hey! Nein, wir haben den einen verloren. Wir haben den Zwerg verloren. Spätere Level sind cool. Ja, es gibt aber auch sehr viele sehr anstrengende Level, wo alles aus Metall ist und man irgendwie die Kugel durch manövrieren muss und sowas. Okay, das ist auf jeden Fall Jardinines. Ich glaube, ihr habt es genug gesehen. Es gefühlt sich das aufregendste Streamspiel. Stattdessen würde ich sagen, werfen einen Blick in eine weitere Screenfun. Und schauen, dass wir vielleicht ein paar Videos und sowas haben. Damit wir ein paar nette Dinge aus der Zeit sehen können. Hatten wir schon Airstrike 3D? Hatten wir, glaube ich. Ich hätte gerne eine DVD. Da ist Morrowind drauf. Und Ghostmaster. Oh, fuck. Ich will keine der großen Spiele haben. Was habt ihr mehr gespielt? Morrowind oder Ghostmaster? Ghostmaster ist tatsächlich ein cooles Spiel, aber...
Vielleicht werde ich darüber irgendwann mal möglichst Museum eine Folge machen oder so. Kaum zu glauben, dass die Antwort Morrowind ist. Weder noch, das ist schwach. Das waren Zeiten. Einfach ein bisschen Morrowind in der Screen Fun. Boah. Nette Charaktere, hübsche Mädels. Hey, Toddy. Ist das Frau Howard? Und Ghostmaster. Oh, Ghostmaster. Fucking Neocon Arcade. Sieht nicht aus, als ob da noch viel Neues kommen würde. Und ein Handbuch zu Ghostmaster ist tatsächlich auch hilfreich. Spiele. Gleich, was haben wir für Demos? Langweilig. Schnarch. Shadowgrounds. Ski Alpin 2006, Skispring 2006, Super Taxi Driver 2006, Tribal Trouble. Strategiespiel, verliebt in Berlin. Eine weihnachtliche Map der Age of Empires Entwickler, Half-Life deutsche Version, Total Conversion für Gordons erstes Abenteuer, Warcraft 3. Man kann fucking rennen? Es gibt ne... Was? Ich glaube, ich sollte mir irgendwann mal Warcraft 3 Mods anschauen. Da ist ein fucking Mod drauf, in der man scheinbar ein Rennen spielt. Wie ich mir das überhaupt vorzustellen? Gamix. The Gimp. Sprechblasenerweiterung. Ah, damit kann man ein paar Game-Comics machen. Bonus-Sprechblasen. G-Mod für Half-Life 2. G-Mod war, glaube ich, damals noch kein eigenständiges Ding, oder? Absolut wild. Snagit. Shock Tools. Anna 1602. Damit kann man eine Fehlermeldung machen. Fanmap Smoggy, keine Mods, Verzeihung. Oh, okay, und wenn man das startet, dann kommt irgendein Fehler. Auf ihr System wurde ein Virus entdeckt. Tje. Um keine Zerstörung der Hardware zu riskieren, muss die Festplatte umgehend formatiert werden. Drücken Sie OK, um fortzufahren. Achtung, alle Daten auf Festplatte werden gelöscht. Oh, das ist fies. Formatiert. Stell dir vor, jemand startet die Scheiße, du gehst auf PC und denkst dir, was, wie, nein, nein, nein. Ich sag's euch, dafür wurden kleine Brüder schon verprügelt für die Scheiße. Wie kann ich das jetzt beenden? J. Ah, ich beende es jetzt mal. Ich habe es zweimal gestartet, scheinbar. Aber ich liebe das. Beende es, sich erstmal formatieren. Seid ja schon formatiert. Das kenne ich, das Ding hatte ich auch den Schulrechnern rumgeschickt. Die Blicke meiner Mitschüler waren klasse. Außer von Dark King, 55 Monate, Tier 2. Vielen lieben Dank. Oh, Avoid! Danke für choosing, bla 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 bla. Keine Ahnung. Unzipped successfully. Wohin? Im Downloads-Ordner? Es gibt keinen Downloads-Ordner. Weiß nicht, wo die Scheiße hingepackt hat. Computershock. Wie du mit diesem Schockprogramm Antrieb. Achso, das steht nur im Heft. Funfaker. Und damit kann man eine... Hey, du Knich. Was willst... Was klickst du denn da zusammen?
hast dir wohl eingeschissen. Haha. Fragezeichen. Textbuttons? Ja, nein. Starten. Ich glaube, in einer Minute sollte jetzt die Fehlermeldung kommen. Naja, machen wir mal weiter. Mausklicks. Oh, ich liebe die Schocktools. Das ist alles so eine miese Scheiße. Das sind alles nur Sachen, um einen anzupissen. Einfach, vor allem, man kann bestimmt auch was super Hohes einstellen. 3000 Sekunden oder sowas. Oh, ich liebe es. Man kann beide Maustasten für ein paar Sekunden einfach dasselbe. Oder einstellen, dass einfach immer nur Doppelklick gemacht wird. Programm Wave Launcher. Ich denke, damit wird dann einfach nur ein Audio-File abgespielt. Shakedown. Ja. Was soll das jetzt? Hör doch auf! Wir haben ein Glück, dass das nur ein Gag war. Von dem Bluescreen wusste ich nicht. Der TV-Total-Emulator? Das ist ein Soundboard, glaube ich, mehr, aber wenn die einen Emulator hier haben, dann nehmen wir den mit. Es wird TV total emuliert. Aber lass es Nintendo nicht wissen. Sie startet den TV total Emulator zum ersten Mal. Und noch kein Profil angelegt. Ja, ja, ist okay. Hä? Tastendrücke werden abgehört. Fabian Gebhardt, wie funktioniert das? Ich glaube, muss erst falls den Ordner davon packen oder so. Ja, wahrscheinlich. Damit sind wir leider mit den PC-Schockern durch. NSA versteckt im TV-Total-Emulator. Nützliches. 8 Laser-Wallpapers. Sag mal, wer, was haben wir hier denn für Wallpaper? Ich hoffe, was Gutes. Oh, nein. Oh, doch, ich kann's. Anton Weber. Ich habe niemals Angst. Stark. Unreal Tournament. Ich liebe die Schatten da unten. Oh, ich liebe es, dass sie diese Wallpaper auf die CD gepackt haben. 2 fehlen aus irgendwelchen Gründen. Das sieht ganz nett aus, denke ich. Versus! Dieser Mauerschriftzug. Ich habe nicht drauf klar, dass Morrowind auf der Screen von ist. Das wäre damals für mich maximal als Highlight gewesen. Ja, darüber habe ich, glaube ich, damals auch Morrowind gespielt. Quake 4, deutsche Version. Nach der Operation. Was steht da? Ich habe keine Ahnung. Irgendjemand wurde auf jeden Fall zu einem gewaltigen Hase nach der Operation.
Und ich liebe es, dass da deutsche Version steht. Oh, der Bär. Okay, da sind ein paar Tekken-Kämpfer. Was ist da mit Kurt? Oh, ist okay, Kurt. Der Adobe Reader. Oh nein, ich glaube, dieses Programm habe ich damals verwendet, als ich mit... Oh, ich habe keine Ahnung, Migui oder so eine Scheiße. Von Premiere rausgerendert habe, weil damit konnte man Videos dann im MKV-Format rausholen. Die waren dann viel kleiner von der Größe her. Und ich glaube, das musste ich dann dieses MUX-Programm dann auch verwenden am Ende. CD-Bremse. Clamail, Fußballstudio. Bisschen Firefox, WinRAR. Eben einfach alles. Tricks. Haben wir leider keine Videos hier drauf. Black and White 2. Resident Evil 4, deutsche Version. Warum habe ich Firefox auf dem PC? Im Haus des Bürgermeisters. Macht euch einen Screenshot, falls ihr ein bisschen Hilfe braucht. Ist ja, scheint ja aktuelles Thema zu sein. World of Warcraft. Also falls ihr beim Level noch ein bisschen Hilfe braucht, Freunde. Die haben sie hier. Habe ich das Geisterschloss von Ravensburg für den PC? Ich glaube nicht. Service. 10 Laser-Desktops. Oh, können wir denn die Desktops von den Lasern sehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Freunde, 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 Freunde. Termin. Oma Clara Geburtstag. Nikolaus. Orgelunterricht. Jugend musizieren am Mittwoch und Freitag ist Bioarbeit. Papierkorb, oh, schau ich an, wie das gemoddet ist mit den Taschen. Schicker Kalender. Stark, stark, stark. Habe ich die Level? Geht hier auf XP nicht richtig? Der PC ist nicht mehr im Internet verbunden, also. Die wird mit ziemlicher Sicherheit nicht richtig gehen. Orgel 3 wie ein achtarmiger Bandit. Jenny Fischerkeller. Boah, ein Mädchen-PC. Wer ist Manuel? Visual Boy Advance! Spielekonsolen! MSN. Das ist noch eine ICQ-Verknüpfung. Oh, ich liebe es. Mussten die ihren Kalender aufmachen oder so? Und dieses Xbox. Ach, ist das ein Xbox Live Win-App-Skin? Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig, dass das, wahrscheinlich wird das Winamp sein, oder? Das ist irgendein Skin, damit es mit Xbox Live draufsteht, ohne Grund. Oh. Jonas Yagi. Ja, das ist der Stoff, den ich vorhin im Vorschaubild gesehen habe. Oh, der hatte schon Steam und Bearshare. Und da oben ist ein Torrent-Ordner mit einem toten Schädel. Hat der zwei Winamps offen? Nein, ich denke, das ist das gleiche Winamp. Nein, er hat Media Player und Winamp offen. Die sind nur beide cool gemoddet. Und da ist ein Papa-Ordner. Tattoo-JPEG. Warum wird die JPEG-Datei mit, mit dem QuickTime-Player geöffnet? Oh nein. Das ist alles unter Klarnamen. So fancy Klarnamen sind, aber ja. Ich meine, Bearshare war damals so und dieses ganze Download-Zeug noch nicht ganz illegal, also es war noch eine Grauzone. Und ein Weapons-Ordner kommt morgen nicht zur Schule. Verluste XLS. Hat wohl auch in Krypto investiert. Shit, ich wollte es nicht schließen.
Max Merx, 27 Monate, Resub, wie lieben Dank. We watching you. Soll der nicht We are watching you stehen? Ja, das ist, in der Tat Kevin Wunderling. Keine Meiden hier. Manuel Steinegger, weißt du, was hat der für uns? Diese dummen Mods, diese dummen Skins überall. Und er hat auch eine Menge drauf. Counter-Strike Source, Need for Speed Most Wanted, San Andreas, 18 Wheels of Steel, voll aufs Gas. Call of Duty 2, Multiplayer, Singleplayer, Skispringen 2006. Er hat Skispringen 2006 installiert. Und scheinbar ein Punisher-Background, was auch immer das bedeutet. Tune up utilities. Du willst ja nicht ohne die PC-Reinigung dastehen. Warte, es gab iTunes damals schon. Ach du meine Fresse. Ich schaue mich noch kurz um. Was sonst noch interessant ist. Es gibt Filmliste, Videoarchiv. Käfer. WTF is my Bluetooth places. Ich denke, die PCs haben damals nicht von sich aus einfach so Bluetooth-Zeug erkannt. Außerdem von Finterozo, 56 Monate. Resub, wie lieben Dank. Und unbenannt.jpg. Kirchenchor. Sag mal, was sind das alles für Musiker bei der Screenfun? Der Typ hat CS-Montagen mit In the End im Hintergrund gemacht. Okay. Orgelunterricht, Kirchenchor. Oh nein, was ist das für ein Mauszeiger? Ist das der Mauszeiger, das, was ich da sehe? Das hier? Sehe ich das richtig? Vampire Stone 2. Oh, schön, 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 schön. Jedi Academy, Winra. Online noch Updates ausstehend. Ich weiß nicht mal, was das da unten sein soll. Was ist das? Array irgendwas. Ich weiß nicht, was das sein soll. Oh nein, der hat Jedi Academy selber geschrieben. Mit einem A und einem I am Ende. Alkohol 120 Promille, mein Freund. Das war, glaube ich, auch ein virtuelles Laufwerk. Age of Empires 3, Star Wars Battlefront 2, Schlacht um Mittelerde, Diablo 2, Lord of Destruction. Sieht einfach an. Was ist A-Ray Scammer? Das heißt irgendwas mit Scammer. Das ist doch. Oder es soll das Scanner sein? Ach, Scanner ist das wahrscheinlich nicht Scammer. Wie viele virtuelle Laufwerke er hat? Ein paar. Muss ein kräftig Platz sein. Ich liebe es, wie fast alle von denen irgendeine Art von Piraterie betrieben haben. Ja, yeah, das waren die Zeiten. Nick, was ist das für ein Hintergrundbild hier? Und dieses ganze Wetterzeug. Tunyox Underground. Irgendwas Sunrise. Dungeon Siege 2. Oh, das war eine Sache. FIFA 2005. Oh, der Mauszeiger. Oh, ich hasse das. Nee, der hat nichts so Interessantes, wie es aussieht. Und der Erste, der auch keine, der nicht irgendwas Illegales drauf hat. Trackmania Sunrise. Ach so, stehe. Desktops waren früher einfach cooler. Mein Desktop hat zu keinem Zeitpunkt jemals auch nur ansatzweise so ausgesehen. Ich habe auch niemanden gesehen, der so eine Scheiße installiert hatte. Starke 1023 MB RAM, 130 GB Speicher, das war eine Menge. 64 E-Mails, bisschen Internetleistung. Was ist der Papierkorb? Ha. Da unten diese Digitaluhr ohne Grund. Winamp natürlich auch wichtig. Oh, sogar zwei Festplattenpartitionen, mein Gott.
Die Ärzte hört er natürlich. 133 GB und 10 genutzt. Naja, oben hat er schon fast alles voll, muss man fairerweise sagen. Ja, das ist auch nicht so aufregend. Fand ich die anderen spannender, muss ich leider sagen. Alle CD/DVD-Inhalte. Ich glaube, die sind nicht mehr da. Nee, die können ja nicht drauf sein. Alle Tests 2005. 98/ME neu installieren. XP neu installieren. Browser Games. Gratis zocken im Internet. Was hatten die als für Browser Games auf Lager gehabt damals? Wow, Yeti Sports. Wie kann ich ranzoomen? Zoom mal ran, mein Alter. Lemmings. Super Monkey Ball. Was für Super Monkey Ball? Zombie Grinder. Frag mich, ob das eine offizielle Yeti Sports Version ist oder nicht. Ein PC, viele Nutzer, Festplatte aufräumen. Mein Spiel läuft nicht. Das Problem habe ich öfter. Wichtige Daten sichern. Okay. Spiele. Oh Gott. Black Shift. Oder wollen wir überhaupt durch Spiele schauen? Oder wollen wir nochmal eine andere Screenfan aus der Zeit einlegen und schauen, was noch alles drauf ist? Sowjet unter Zögersdorf. Nee, warte, wir müssen. GL117 ist mega. War da gerade DTM Racing bei Demos? Ganz recht. Ich glaube, in das habe ich schon mal reingeschaut in das Spiel, irgendeinem Streamer. Ich habe absolut keine Erinnerung mehr. Ich befürchte, da ist kein Little Fighter drauf auf der DVD. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass das Spiel mich auf Twitch für 24 Stunden bannen könnte, aber manchmal muss man Risiken eingehen. Ich habe das Gefühl, das wird wild aus Österreich. Was ist dieses Spiel? Дорогие товарищи из так называемых безопасных стран, моя родина, советский Unterzögersdorf, простирается к юго-западу от шоссейного узла Штокеро-Митте до Оберцёгерсдорфа, Сайна и Обер-Обельндорфа. Да здравствует моя свободная родина, советский Unterzögersdorf, последняя республика СССР. Unter Zögersdorf ist der letzte Teil der Sowjetunion, der noch übrig ist. Das ist quasi Atomic Hearts. По причинам политической и экономической наш Я. Ist okay. Семь часов по советско-унтерцёгерсдорфскому времени. Секретарь партии Гамолко выходит на утреннюю смену. Всем сердцем стремится он послужить своей великой родине. Но что такое? Задний двор имени Красного Октября, на котором уже видны следы экономического упадка, замусорен выше всякой меры. Что это за беспорядок? Das war gestern, aber noch nicht! Also, Point and Click. Закрыт. Надо подождать. Мülltonne. Это мусорный ящик. Один из редких продуктов нашей промышленности. Bitte keine heiße Asche einfüllen. Окурки не бросать. Ja, что, мусор с собой нашел, что ли? Habe ich den Dreck bei mir? Keine Ahnung. Kartonage.
Красивая коробка. Формшель Schacht aus Karton, wie interessant. В этом нет никакого смысла. Es hat keinen Sinn. Ich hasse solche Point-and-Click-Adventure. Dreck! Vermaledeiter Mist, der Boden verstreut. Furchtbar. Den nehmen wir mit. Reinigung ist notwendiges Übel, meine Freunde. Das Spiel wäre sicher auf der Spielepyramide gelandet. Ich kann ja sagen, das wird nicht so im Laden verkauft. Ich liebe es, dass sie das Spiel gemacht haben. Es wirkt auch wie eine Sache, die... Habe ich denn den Dreck bei mir? Ja, ich versuch's doch. Schuhe. Aktenkoffer. Da ist der Dreck. Mülltonne. Die Helden unserer Vergangenheit würden gefallen an meiner Säuberungsaktion für... Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, was diesen Kommentar betrifft. Außerdem Johannes, 60 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Schubladen. Wie nützlich ein Ladenkasten sein kann. Werde ich wohl einen Blick in die Schublade werfen. Oh, Zündhölzer aus heimischer Edelbirke. Für Neuigkeit, wir haben die heimische Edelbirke. Zündhölzer. Oh, und ich darf keine heiße Asche da einfüllen. Was, wenn ich die Kartonage verbrennen würde? Vielleicht würden wir dann Asche rausbekommen. Da könnte ich sterben! Am Dach liegt die Leiter, sie führt zur Satellitenschüssel. Da könnte ich sterben! Scheiße, Mann! Сначала нужно окончить утреннюю смену. Zuerst meine Morgenschicht beenden, okay. Stoffstück. Ein Stück Stoff stammt auch von der Uniform des Genossen Titov, dem Helden der hiesigen Luft- und Raumfahrt. Er verglüht der Atmosphäre, eine traurige Geschichte. Nun kann ich dieses Stück Stoff verwenden, um den Genossen Titov die letzte Ehre erweisen. Ich weiß schon wie. Ich weiß schon wie wir dem Genossen Titov die letzte Ehre erweisen. Shit. Wie kann ich Sachen kombinieren? Ach, vielleicht nehme ich das in die Hand. Dann werfe ich sie in die Mülltonne. Werfen wir nicht weg. Okay, Genosse Titov. Grüße gehen raus. Was ist denn bitte Slayer? Und wer hat das genehmigt? Wo ist die Dienstabende Nachtwache? Ein Stück Heimat. muss aufhören, das zu sagen. Tor, Schloss, Sessel. Können wir durch die Tür gehen? Noch ein Todparadok. Was ist hier, wie es sein soll? Kiste mit Nüssen. Eine Kiste voll edler Nüsse, schmackhaft. Ich habe keinen Hunger, ich bin auf Diät, okay. Was liegt hier hinten überhaupt alles für eine Scheiße? Blumen sind schöner, wir können sie nicht essen. Ich dachte, du bist auf Diät. Rasenmäher. Ein Rasenmäher ist ein Gartgerät zum Kürzen von Rasen. Erfunden, gebaut wurde der erste Rasenmäher um das Jahr 1830 von
Edwin Beard Pudding. Okay. Unser Rasen sieht doch sowieso spitze aus. Verstehe. Zündhölzer. Genau so kann ich das Ding einfach essen. Warum willst du alles essen? Geht's raus? Fenster. Hier ist nichts Besonderes. Geht's hier noch weiter? Blitzschnelle Kommunikation. Oh, stark. Das bringt mir nicht weiter. Gab es eine Genehmigung für eine nächtliche Demonstration gegen die westliche Konsumgesellschaft? Ich meine, dass der Hof des Rot Oktober arg verschmutzt ist. Ich melde, dass der Diensthabergenosse nicht an seinem Platz ist. Was ist ein Slayer? Ich sage, wir fragen erst, ob die Genehmigung gegen die westliche Konsumgesellschaft genehmigt wurde. Antrag liegt auch im Amt für Massenmobilisierung. Ach so. Der Hof des Rot Oktober ist stark verschmutzt. Ich muss natürlich machen. Erteile ich Ihnen Befehl zur Aufhängung des Offiziers. Объясните, пожалуйста, что такое Slayer? Das ist schon wieder einfach nur Wikipedia-Copy-Paste. Sogar mit den aus dem von KWABS 15 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Okay, raus. Nimm mal den Dreck mit, mein Alter. Reinigung an Not. Was liegt da? Da liegt was. Seltsamer Dreck. Meine Kompat ist eine fragwürdige Gruppierung. Dieses Objekt stammt eindeutig aus dem befeindeten Ausland. Eine CD! Mitnehmen! Ist das auch wie in der Band? Metal-CD, jo. Ist das ein Pantera-Album? Sieht so aus! Kübel. Ein Weißblechkübel bis zum Rand befüllt mit kostbarem Regenwasser. Klasse. Den nehme ich mir mit, denn Wasser ist Leben. Den Eimer nehme ich mit. Nuklearkompostierungsbereich. Oh, wie gut. Wie weit steht's mit der Kompostierung von dem Nuklearmaterial? Eine feine Sache. Ich mag's, dass er grün leuchtet, während er hier steht. Der 8-Bit-Agrarspeicher-Drive. Schallfeld. Tankanzeige, Tanköffnung. Tank ist leer. Wir könnten Wasser einfüllen. Theoretisch, denn Wasser ist Leben. In die Tanköffnung. Verschwende kostbare Kalorien. Verstehe.
Problem ist, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo ich immer in Point-and-Click-Adventure lande. Nämlich der, wo ich absolut keine Ahnung habe, was das Spiel von mir will. Bug, pustoi. Den Punkt erreicht man irgendwann immer. Guter Punkt ist zu beenden, gleich. Ich will schauen, ob ich dem einen Genossen, der Uniform von dem Genossen noch einen Gefallen tun kann. Und da drüben war noch der Sessel, mit dem habe ich nicht interagiert. Keine Zeit, sich auszuruhen. Okay. Ich glaube, ich werde noch den Dreck wegwerfen. Ein notwendiges Übel. Nochmal. Yeah, ich habe den Unrat entfernt. Ah, shit, da kann ich nicht hinter. Okay. Wie beende ich das Spiel? Oh, ich kann speichern. Ne, ich will nicht laden, ich will speichern. Mogi. Man weiß ja nie, wann man den Spielstand noch fortsetzen wird. Wollen Sie eine Ausreisebewilligung einholen? Ja. Das würde ich gerne. Das war ein wilder Ausflug. Nicht senden. Stunt Playground. Wie schön Lady neben der Speicherfunktion posiert. Sunset over Imdal. Oh, das war so ein RPG-Maker-Spiel, das super schön aussieht an sich. Wandering Fighter. Nee. Komm, gehen wir zum nächsten Screen von über. Sei froh, dass bewilligt wurde. Die bewilligen das sonst nie. Ah, das sind alles DVDs hier, oder was? Okay. Schauen wir einfach rein. Ich hoffe, die haben alle Bilder von User-PCs. Ich hoffe auch. Ich hatte auch mal so eine CD mit Unmengen an Müll. Tatsächlich sehr lustig. Ja, OMG TV Total Emulator. Was habe ich verpasst? Der funktioniert nicht, leider. Leider funktioniert der nicht. Hard Truck! Restaurant Empire? Porsche Restricted Area. Service. Fangen wir erstmal unten an. Da ist wieder der ganze Müll. Videos auf PSP? Oh, ich wünschte, das hätte ich für mein... Oh! Beispieltrailer, goldene Zeiten. Die haben mal so einen Trailer im PSP-Format gemacht. So geht's. Ich meine, das ist ein guter Einblick darin, wie schwer es damals war. Workshop. Ohne Profil geht nichts. Okay, man braucht ein Programm und dann umrennen lassen und dann hat es funktioniert. Okay. Cool. Nützliches. Breitbild-Wallpaper. 3GP! Damit kann man Videos ins 3GP-Formate konvertieren. Erinnert euch doch daran. Das war das Format, das man auf Handys brauchte, um was zu schauen. DVD 3GP-Ripper. Oder kannst du DVD-Serie zu 3GP konvertieren? Oh mein Gott. Der Blabla-Maker. Den Blabla-Maker fand ich damals so scheiß lustig. Hallo Lost, lutsch doch mal an einem leckeren Kaubonbon. Haha, Lost, ich mein dich. Sprich los. Warum spricht er nicht? Sprache.
Ist jetzt gecrashed? Warum kann ich jetzt nichts machen? Muss ich jetzt speichern oder was? Ich muss erst die deutsche Sprachausgabe aktivieren. Zum Glück habe ich das gespeichert. Einverstanden. Ah ne, warte, das ist nur der Insta, oder? Blabla Maker. Bearbeiten. Laden. FD. Sprache. Test. Oh, es funktioniert überhaupt nicht. Warum funktioniert es nicht? Ich hab's doch installiert. Wie auch immer. War einfach nur so ein Programm, wo man halt Zeug eintippen kann. Wollte nicht so recht. PSP Video 9. Ach, das ist das Programm für TV-Browser. iPad-Paket? iPod-Paket. Bundesliga-Spielplan. Konto-Port. Free iPod-Video-Converter. Go-Port. Idle-Tunes. Podcast-Maker? Was? Das wussten die im Jahr 2006 von Podcasts. Und warum haben die einen Podcast-Maker? Was? Außer von Wolfram, 46 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Haben die den Most Wanted Mod auf CD gepackt, vielleicht? Günstige Digicams. My Picture 3D, Paint.net, Picasa. Spaßbildermaschine, oh oh. RPG Maker. Lexus Adventure, Castle of Vampire. Fraps.com. Fraps gab es damals auch schon. Wilde Sachen. Sonic Party. Du kennst die witzigen Mario Party Games. Die Antwort darauf kommt nicht von Sega, sondern von einem ehrgeizigen Hobbyprogrammierer und Sega-Fan. Der Titel seines Spiels Sonic Party 2. Begleite Sonic und seine Freunde durch aufregende Parkour und Minispiele und trainiere dein Geschick im Kampf um die Ringe. Zelda. Ich erinnere mich an Zelda Triforce, du. Fucking Fraps 30 Sekunden waren 500 MB groß. Yeah. Zerbrochene Träume. Und das Runtime-Package ist natürlich immer sehr wichtig. Lad runter. Sonic Party 2 oder was? Programmier ist schon ein großes Wort dafür. Ich meine, ist halt simples Programmieren, aber ein bisschen. RTP muss ich dann auch installieren, wenn wir mit einem RPG-Maker-Spiel anfangen. Sonst würde das ja nicht gut gehen. Das läuft sonst alles nicht. Damals waren noch andere Zeiten bei Nintendo, wie als ob es heutzutage keine Fangames mehr geben würde. Was tut ihr denn so gerade? Also wirklich. Anstoß 2007. Caesar 4. Paraworld? Siehst du, Leute, ich habe Paraworld geholt und hier ist eine fucking Demo, weil es ein absoluter Hit war. Yahoo Games? Weil kann ich die installieren? Ach du meine Fresse, das ist alles scheiße. Alün? Wir müssen schon wieder in Point-and-Click-Adventure rein. Paraworld ist so ein gutes Spiel. Ja, ich will über Paraworld unbedingt ein Video machen. Paraworld ist unfassbar gefloppt. Ich meine, ich will nicht schon wieder in so ein dummes Adventure reingehen. Was soll ich machen? Schau ich die Scheiße an. Du kannst ja nicht Nein sagen. Beat a Ball. Blast-O-Matic, Trillion Z. Dream Fighters. Sieht fast cool aus. Marble Run, Mr. Pratt 2. Der hat doch Mario gespielt, oder? Raptor. Sudoku Blitz. Nicht so aufregend irgendwie. Dieses Screen von, muss ich leider sagen. Paraworld wurde auch jahrelang von der CBS begleitet, erinnere ich mich an den Artikel. Kann sein, keine Ahnung. Computerbildspiel habe ich nie wirklich gelesen. Shit. Wie viel Speicher hat dein Gamer-Laptop? Das ist einer, der irgendwie ursprünglich mit Windows Vista war. Und da wurde nur Windows XP draufgezogen, das heißt,
Ich hab ein bisschen was frei, Freunde. Ja, beziehungsweise da oben ist ja besser gesagt. Ich hab noch ein paar Gigabyte frei, würde ich sagen. Ich mache mir da erstmal nicht zu viele Sorgen. Ach, wir haben die Ballermann-Games gar nicht gespielt. Hey, Baby! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, das war's. Ich dachte, es geht jetzt richtig los. Abenteuerlich. Oh, saufen, oh. Kommen wir richtig in Ballermann-Stimmung oder nicht? Yep. Und wir sind an der Bar. Level geschafft, Enter drücken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich möchte wirklich aufhören. Sag mal, wie sollen da so viele Leute an diesem fucking Spiel gearbeitet haben? Wollt ihr mich verarschen? Kann nicht euer Ernst sein. Shit, wie heißt das Spiel, das ich gerade suche? Alün. Ich finde hier kein Alün. Ihr sagt mir, wenn ihr es findet. Da ist es. Ich habe es gefunden. Da ist auch Sonic Party 2. Premium Adventure. Ich bin ein Premium Adventure. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Sieht aus, als wäre Lünenbier. Ich weiß nicht, kann sein, aber vielleicht ist es auch einfach nur. Ich dachte, das lustig klang. Ich habe das Gefühl, dieser Adventure Maker. Der hat das Leben von vielen Leuten bereichert. Okay, Vorwort. Um nicht während des Spiels falsch verstanden zu werden, würde ich gerne vorweg ein paar Dinge klarstellen. Wir lieben unsere türkischen Nachbarn. Oh nein. Wir lieben und dunkel. Oh nein, 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 nein. Oh nein, wir lieben, akzeptieren alle Gleichgeschlechten. Oh nein, 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 nein. Wir akzeptieren. Oh mein fucking Gott. Nee, 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 wir können nicht. Wir können nicht. Ich habe das Gefühl, das wird nicht gut für mich ausgehen. Es war eine andere Zeit. Oh nein. Wir enden. Wir machen einfach mal. Ich habe das Gefühl, das ist nicht der Twitch-Content. Huiuiuiuiuiui. Ah, nächstes Screenfun. Nein, warte, Sonic Adventure. Wenn die da irgendeine Scheiße drin haben, dann krieg ich Ärger auf Twitch. Scheiße, könnt ihr selber spielen? Sonic Party 2. Okay. Wo ist Urlaubsraser? Ich meine, die Raserspiele sind auch überall. Mal noch ein YouTube-Video dazu.
Oh, Shadow the Hedgehog! Hauptspiel? Aber ich will aber keine Story. Drücke Escape, um das Intro zu überspringen. Wir werden kurz reinschauen. Das scheint tatsächlich erschreckend gut gemacht zu sein für RPG-Maker aus der Zeit. Schau euch das Scaling an. Habe ich dazu entschlossen, das zu skippen. Brettspielabend. Hör mal Brettspiel, Einspieler. Nur halt alles Sprites geklaut, Herr Richter. Was heißt geklaut? Das ist ein fucking RPG-Maker-Fangame. Die Grafiken sind geklaut, glaube ich. Da sind die Chaos Emeralds! Oh, schau ich die Roboter an. Was heißt denn nur stark inspiriert? Das ist ein fucking RPG-Maker-Spiel! Natürlich haben die irgendwelche Sprites benutzt. Also... wirklich. Ich muss jetzt noch einen Mitspieler wählen. Tails. Rouge. Shadow. Mushroom Hill. Lava Reef. 10 Runden. Schnell. Ich meine, es sieht irgendwie cool aus. Es ist einfach Mario Party mit Sonic einen RPG-Maker gemacht. Würfeln. 3. -3? Ah, hier sind überall Minusfelder. Also Konzept auch geklaut. Klauen einfach alles. Eigentlich wirklich sehr hübsch. Also für RPG-Maker ist das super interessant tatsächlich. Ja, hier sind nur rote Felder. Es scheint ein Hardcore-Spielbrett zu sein. Und jetzt kommt ein Minispiel. Flinker Finger. Hier geht's ums Reaktionsvermögen. Drücke, sobald du Ausrufezeichen siehst. Der erste mit 3 Siegen gewinnt. Drückst du zu früh, musst du aussetzen. Steuerung. Enter. Okay. Es hat auch Multiplayer, was auch super interessant ist. Wusste ich mal, dass... Ich meine, okay, man kann es mit Umwegen machen. Okay, sobald ein Ausrufezeichen kommt. Aber wo? Fuck! Yes! Fuck! Das ist kein so gutes Minispiel, wisst ihr das? Ich könnte schwören, ich habe genau in dem Moment gedrückt, als es aufgetaucht ist. Ich liebe das irgendwie, es ist super. Ich muss noch ein anderes Minispiel sehen. Ich schätze, das sind die Limitierungen von RPG Maker. Absolut! Überhaupt dieses Spiel auf die Beine zu stellen, ist ein kleines Wunder für RPG Maker. Oh, das ist ein Eggman-Feld! Ruhig, geh mal auf Eggman rauf! Oh, die Fledermäuse sind auch unterwegs. Geh doch auf Eggman jetzt rauf, jemand. Yes. Was willst du denn hier? Suchst du, wie kannst... Irgendwas. 100 Ringe Bonus. Frohe Gabe. Mein Lieblingsspiel, die Regeln sind folgende. Du würfelst und wenn dein Wurf höher als 5 ist, bekommst du was. Oh. War aber niedriger, also hat sie verloren. Bis zum nächsten Mal, ihr Versager. Ein Creamfeld. Nochmal würfeln? Was? Es
kannst ja mit dem Buben spielen. Ja, ich gewinne das Reaktionsspiel. Es ist definitiv hochwertiger als der Kommunist-Simulator und das Spiel von Spacko Entertainment. Das Spiel von Spacko Entertainment haben wir nicht angeschaut und ich mochte den Kommunisten-Simulator, okay? Party-Prügel. Schlagt euch gegenseitig die Rübe ein. Wer die wenigsten Treffer einsteckt, gewinnt, also pass auf. Das ist halt auch einfach nur ein Mario-Party-Spiel. Was, wenn ich einfach weglaufen würde? Oh, das klappt nicht. Fick dich, Tails! Halt die Schnauze, Tails! Ich hab gewonnen. Okay, genug davon. Aber Sonic Party, wenn ihr mal etwas andere RPG-Maker-Erfahrung haben wollt, dann wisst ihr Bescheid. Falls ihr die verbotene Frucht kosten wollt, dann wisst ihr ebenfalls Bescheid. Wir haben heute einige Spiele. Habe ich dann Ciao Garten eben gesehen? Da war ein Ciao Garten mit drauf. Die überlassen nichts im Zufall. Außer von Cookie, 38 Monate, Resub und von Modsgamer, frischer Sub, vielen lieben Dank. Wolfram, 46 Monate, kann euch die angemerkt habe vorhin. Top-Spiele. Restricted Area, Vorschau Gangland. Na, das sieht jetzt nicht nach einem Top-Spiel aus, aber okay. Wir fangen wir unten an. Lexikon. PC-Fachbegriffe, Grafik-Fachbegriffe. Bump-Mapping. Oh, das ist super. Oh, das ist super interessant tatsächlich. Das ist eine interessante Sache. Alles nur versteckte Dreiecke, Polygone, Texturen. Anti-Aliasing. Scharfmacher. Die antisotrope Filter. Oh, das ist super cool. Schau ich die geile an. Das ist ein Grafikzauber. Soundfachbegriffe, DVD-Fachbegriffe. Nestle Mobipads. Oh mein Gott. Ist das der Bonzi Buddy? Nein! Irgendjemand findet für mich jetzt heraus, was aus Mobipad World wurde, aus den Mobipads, okay? Nützliches. Musikpaket. Audacity. Sieht einfach genauso aus wie heutzutage. Karaoke Studio Trial. DSD Jukebox. Phono Star Player. Winamp. MP3 Gain. Ja, was auch immer. Forgotten E-Book. Seimaru. Mensch, ärgere mich nicht. Fucking Mensch, ärgere dich. Was ist mit diesen RPG-Maker-Brettspielen? Demos. Waffe mit Fluch. FIFA 07. Flatout 2. Warte, Followers wollte Flatout 2. Flatout 2 können wir mal reinschauen. Deutschland spielt waren, glaube ich, nur irgendwelche Shit-Spiele, wo man nur eine getimte Demo-Version oder so hat. Das heißt, aktuell muss ich sagen, was die Extras angeht, ein bisschen enttäuschend. Also die Screenfronts aktuell. Audacity bleibt sich selber treu. Na, mehr oder weniger. Bei Audacity gab es letztens so einen kleinen Skandal, weil sie auch gesagt haben, na, okay, wir werden jetzt auch Daten weiterverkaufen und sowas. Deutschland spielt war mehr als das. Okay, werden gleich reinschauen.
RPG-Maker, beste Plattform, um Brettspiel zu machen. Ich meine, scheinbar ja. Scheint es einen gewissen Markt zu geben dafür. So, ich sag's euch, wenn die Installation richtig durchläuft, dann werde ich mal richtig aufs Klo gehen. Zumindest kamen daher ein paar gute Games, wenn ich mich richtig erinnere. Wir werden reinschauen. Ich meine mich auch zu erinnern, dass Deutschland spielt immer nur Scheiße war, die halt dafür gezahlt haben, um darauf zu sein. Ich habe neulich gesehen, dass Chip Online noch existiert. Du meinst Chip.de oder was? Oder was ist Chip Online? Ist das eine Art Magazin? Ah, ich gehe aufs Klo. War schon die Installation? Oh. Schade, die Demo. Das hat wilde Musik. Könnte eventuell laut werden. Ich bin gleich wieder da. Vielleicht wird's laufen. Mal schauen. Soweit läuft's noch. Einzelspieler. Seit dem Video-Intro war schon geil, aber so scheiße laut. Das ist ja der wichtige Teil daran. Das scheint zu laufen. Flatout ist so ein bisschen auf physikbasierender Racer, wo man auch die Gegend kaputt machen kann und sowas. Bin erstaunt, dass es auf dem Laptop tatsächlich läuft, möchte ich mal eben in den Raum werfen. Und ja, das ist ein vernünftiges Spiel. Wie mache ich Turbo? Oh oh. Man bekommt Turbo dazu, wenn man durch Zeug durchfährt. Nitro. Shit, Leertaste ist Bremse, nicht Turbo. Okay, STRG ist Turbo. Ich sollte Flatout mir mal auf Steam holen. Läuft das auf dem Steam Deck? Nein. Würde niemand wahrscheinlich jetzt griffbereit haben. Oh, oh, nein! Was zum Fick ist zurücksetzen? So stelle ich mir eine Fahrprüfung vor. Okay, es war O oder so. Ja, ich sag's euch, das war Flatout 2, das ist eine vernünftige Demo. Da kann man mit Spaß haben. R ist zurücksetzen. Ja, stimmt, Flatout ist ein Spiel, das wahrscheinlich Leute sogar gespielt haben. Und die Löschen-Taste war das erste, was ich versucht habe zu zurücksetzen. Also Backspace. Ich werde bestimmt noch jemanden einholen, oder? Fuck! Oh, was ein Sprung! Nein! Ich sollte mir Flatout auf Steam holen. Welchen Teil will man spielen? Ich weiß, dass irgendwie einer der Teile das so ziemlich schlecht bewertete Spiel auf ganz Steam ist, aus irgendwelchen Gründen. Teil 2, oder den man spielen will. 2 ist der beste Teil. Da habe ich auf jeden Fall schon mal die Demo. Alle durchspielen in einem Stream. Bisher bin ich Platz 8 von 8. Auf keinen Fall 3. Okay, ich vermute mal 3 ist dann der kritische Teil. Oh shit, mein Auto ist kaputt. Oh nein. Von 3 die Finger lassen. Ihr macht die verbotene Frucht nur sehr viel attraktiver, wenn ihr sowas sagt. Diesmal bleibe ich unten. Das Gefühl, oben entlang fand, ist nur ein Fehler. 3 hat 15% auf Steam. nicht gut die Kurve genommen. Sie haben die Schritte gewagt, von denen Mario Kart noch heute träumt. Meint ihr, ich soll Teil 3 kaufen? Fuck!
wie auch immer. Flat out. Kauf Teil 3? Dachte ich mir doch. Dachte ich mir doch, dass Teil 3 der richtige Teil ist. Der, den man haben will. Deutschland spielt Planet Z, Kantago, Hühnerrache, Bengal, Beetlejuice. Oh, nicht dieses fucking Spiel. Das habe ich auf einer CD tatsächlich. Als durchgeknallte Henne Paula verteidigst du dein Heim mit deiner Spezialwaffe gegen Eindringen. Ach, das ist doch alles scheiße, Deutschland spielt. Ich will eigentlich auch mehr die Extras sehen als irgendwelche Spiele, aber wir schauen trotzdem mal durch. Wisst ihr, die großen Spiele, die auf dem Disc drauf waren, die konnte ich damals... Ragdoll Monkey Bowling! Die konnte ich damals nicht spielen, weil mein PC dafür zu scheiße war. Das heißt, diese Minispiele waren das Einzige, was für mich geblieben ist. Ragdoll Monkey Bowling. Shit. Meine vier Lieblingsworte. Da sind mehr drei. Ich hatte mal so einen Moorhund-Rip auf die Rache der Sumpfhühner. Da hatte ich etwas zu viel gespielt. Da haben die Hühner zurückgeschossen. Davon habe ich irgendwie zwei Teile, weil ich mein Video machen wollte über Moorhund-Klone. Oh Gott, schön. Ein Spieler, glaube ich. Ogi. Eins. Warte, was? Ich muss ihn dann, indem ich Enter drücke, dazu bringen, loszulassen. Enter. Okay, wir fangen so an. Und dann geht's richtig los. Pass mal auf. Ragdoll Monkey Bowling! Kann ich das hier irgendwie verschieben oder so? Nee. Strike! Ja, Wahnsinn. Und das ist Ragdoll Monkey Bowling. Ich habe das Gefühl, heutzutage könnte man aus dem Konzept ein gutes Spiel machen. Ich habe das Gefühl, das fühle ich nicht so sehr. Ist ganz schön langsam, ja. Yeah. Ich denke, die ganze Physik, Simulierung und so, das war ein bisschen viel. Sky Cars. Das war weitaus aufregender als erhofft. Airstrike 3D. Ach, weitaus weniger aufregend. Ich finde es ein bisschen schade, dass gerade gar keine Videos mehr drauf sind. Irgendwann wird Ragdoll Monkey Bowling 2 kommen. Ich fühle es. Ich meine, vielleicht kam es ja. Oh Gott, ich erinnere mich an die... Oh, ich erinnere mich an Airstrike 3D. Das war so ein Shooter. Komm, geh mir rein. Wie zahlt man für so eine CD? Alles, was du hast. Generell keine Ahnung. Wenn man schaut auf eBay, bekommt man 20 Stück für einen Zehner oder so. Retrospect. Nee, das fühle ich nicht. Sunday Drivers. Nee, das fühle ich gar nicht. Fate.
Oh, das ist ein Diablo-Klon. Ach, ich glaube, ich will reinschauen. Der steht schon im Stil von Diablo. Hast du Need for Speed Most Wanted, das alte? Ich habe es für PC und für Xbox. Und PSP. Und Nintendo DS. Express recommended. Sicher, sicher. Nicht für GameCube? Naja, die Xbox ist überlegen. Waren also lohnende Top-Käufe? Ich meine, die Xbox-Version, ja. Hank. Ist das Hank der Maulwurf? Ach du meine Fresse. Live for Speed S2, was? MotoGP 3, Muzzle, Wheel Racer. Fucking Wheel Racer. Videos. Empire at War oder Star Wars. Das ist Most Wanted. Gameplay, keine Ahnung. Ihr wolltet Most Wanted sehen, habt ihr Most Wanted? Sehe gerade, Fate habe ich sogar auf Steam. Ich bin gespannt, wie das Gameplay von Most Wanted wird. Ich meine, ich mochte Underground 2, aber ich weiß noch nicht ganz, ob ich, oh mein Gott, ob ich bereit bin. Moho und Hank, der Maulwurf wurde schon recht geil, aber natürlich aus Knirpsicht, der war auch nicht von, hat nicht mit Moho zu tun. Oh, das ist direkt der Anfang. Oh, die Qualität ist, Kann sein, dass ich, Hank, der Maulwurf, vielleicht war der von Moho. Es gab aber noch einen von Yamba, der irgendwie, es gibt noch einen anderen, pass auf. Es gibt noch einen anderen Maulwurf. Er hat ein Lied gemacht. Danach könnt ihr suchen. Das war irgendwie, ich liebe dich, weil du scheiße bist. Und das war auch irgend so ein Yamba-Maulwurf. Ich dachte, der hieß auch Hank. Prince of Persia 3. Project Gotham Racing 3. Vampire Stone 2. Das war Mauli der Maulwurf. Mauli der Maulwurf, natürlich. Dann habe ich mich natürlich getäuscht. Verzeihung. Oh. Freunde, dreht besser mal euren Bildschirm, um dieses Spiel richtig zu erleben. Was andere sagen, das ist ihm egal. das funktioniert nicht so ganz, aber das ist okay. Nee, da fehlt vielleicht DirectX oder sowas. So war in der guten alten Zeit PC-Gaming oftmals. Manchmal hat es einfach nicht funktioniert. Einfach, wollte einfach nicht funktionieren. Und dann dachtest du dir, ja gut, shit. Spiel ich wohl was anderes. Also wie heute. Na, heutzutage, komm, so oft hast du ja nicht Probleme. Fate! Play now. Damals war man froh, wenn es überhaupt startet. FPS und Grafik waren da Wuppe. Na, FPS waren oft im einstelligen Bereich. Da dachte man sich, wahrscheinlich sollte ich es nicht spielen. Ich weiß nur, dass ich damals, das war auch auf Windows XP, ist nicht ganz so lange her, streng genommen, als ich fucking Wind Waker gespielt habe, ich habe es mal fast durchgespielt mit irgendwie 15 FPS oder so. Adventurer. Ich bin... Die mögen das Ö einfach nicht. Mogi. Hairstyle? Jo. Jo, da sehe ich mich. Okay.
Pet's Name? Oh mein Gott, warte, wenn hat ein Tier dir mal einen Namen geben kann? Ich dachte, das wäre eine Torchlight-Sache. Nennen wir es Torchlight. Warte, haben wir es von Fate geklaut? Oder gab es das Feature noch in irgendeinem anderen derartigen Spiel? Fate, das Spiel war arschgeil. Ich sehe schon, Leute kennen Fate tatsächlich. Your journey has begun. Dann. Ich wollte gerade sagen, kann ich auch rennen? Ja, das ist sehr von Diablo inspiriert. You have received a task. Nee, mach doch die fucking Quest, keine Ahnung, nimm doch an! Was willst du denn von mir? Ich will jemanden bekämpfen. Diablo im Comic-Art-Style. Also als Diablo 3 angekündigt wurde, war es auch ein bisschen heller, als Leute mochten. Und deswegen ist in Diablo 3 das Cool-Level, dieses Einhorn-Level. Weil Leute davon ausgegangen sind, dass Diablo 3 sehr viel zu hell aussieht und sowas. Lass mich doch mal alle in Ruhe. Ich will jemanden bekämpfen. Der Dungeon ist oben rechts. Ich sehe schon, du weißt Bescheid. Oh, eine Truhe. Ach du meine Fresse. Oh, sogar die Schriftrolle, Identifikation und Teleportation. Oh nein, das ist wirklich einfach nur ein Diablo 2 Rip-Off. Oh, das sieht ganz schick aus hier drin, muss man sagen. Selbst wenn ich jetzt nicht in diesem random Stream wäre, ich würde das fühlen, in das Spiel vernünftig reinzugehen. Ich meine, es sieht super clunky aus, aber ich weiß nicht. Ich mag das. Oh, der Hund hat jemanden gefunden. Ich habe halt ein Level-Up. Nenn ich wirklich. Safe and exit. Playerbase besteht aus 7 Mögi-Zuschauern. Ist das Diablo 2? Das ist Fate, Alter! Das ist noch viel cooler als Diablo 2. Okay. 2007. Jetzt sind wir schon ziemlich weit in die Zukunft gegangen. Die Reihe hat 3 Teile. Ich frage mich, ob sie einen 4. Teil bekommt, wenn Diablo 4 rauskommt. Spielst du Diablo 4, wenn es rauskommt? Keine Ahnung, ich spiele, wenn es rauskommt, aber generell, ich denke schon. Ich würde mich aber nicht auf Release-Zeitraum verlassen. Top-Spiele. Operation Flashpoint. Yo, ist Frogger da? Die haben Fly for Fun hier drauf und Colin McRae Rally. Davon mochte ich den ersten Teil sehr gerne. Nee, TV Total Emulator funktioniert leider nicht. Die Fun Liga? Ah, das sind... Oh nein. Oh nein, das haben wir schon... Oh nein, nicht die Scheiße. Warte, kann man die hier spielen? Kann ich hier die ICQ-Spiele spielen? Nee, lass mal ICQ nicht installieren. Nein, ich... Was ist Icy Tower? Soldat. Tetrinet. Trackmania Nations. Einfach nur Soldat. Fucking Toolbars wollen sie mal andrehen. Alien Shooter 2. Ah ja. Alien Shooter 2. RIP 3. Ich habe das Gefühl, hier sind die 3D-Spiele zu aufwendig für den PC. RPG Maker. Macht. Sudoku. Jemand hat Sudoku im RPG Maker gemacht. iPod-Paket, nützliches. Oh. Freunde. Da werde ich noch eine Menge Nutzen rausziehen, sage ich euch. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Was haben wir denn für Dead or Alive Wallpaper? Oh, äußerst nützlich. Ich suche seit Jahren ein PC-Spiel, wo man
ein Fuchs auf vier Beinen aus der Vogelperspektive spielt, konnte gegen blaue oder rote Kristallflammenrennen einsammeln. Es gab Gegner, die wie Müllsäcke aussehen. Keine Ahnung. Die Disc liest noch. Vielleicht lädt es noch. Ich höre auf jeden Fall das Laufwerk, oh, wie wild vor sich hin scheppern. Battlefield? Ah ja, Bully, die Ehrenrunde hieß anfangs Kern ist Kern im Edit. Civ City? Was für Civ City? Was ist Civ City? Ist das Civilization? Was zum Fick ist Civ City? Command & Conquer 3. Sim City für Ungewaschene. Dann wüsste ich aber davon. Boah. Dead or Alive Extreme 2. Boah. Das war das von vorhin. Boah. Das ist mein Wallpaper. Was eine Bluse. Dead Rising. Wo ist nicht indiziert in Deutschland? Schlacht um Mittelerde 2? Boah! Da wird mir gleich ganz anders. Die Römer. Warum sollte das jemand als Wallpaper verwenden? Also wirklich. Zum Glück sind die nicht nackt. Na, können die hier nicht drucken. Beziehungsweise rausgeben einfach so. Siedler 2, die nächste Generation. Na, die Sims 2. Final Fantasy 12? Da ist die ganze Crew. Wahnsinn. Na, ich habe da ein Wolpe. Schau die Scheiße mal an. Das ist ein bisschen cool. Nicht zu sehr, aber schon ein bisschen. Wahnsinn. Hey, das ist Flatout 2. Fluch der Karibik 2. Geheimakte Tunguska. Gothic 3. Ja. All die Leute, die den Gothic 3 Wallpaper hatten. Lost Planet. Das mochte ich damals. Die Reihe ist auch hart gestorben. Paraworld. Sie haben wirklich versucht, es zu pushen. Aber schau euch das Konzept an. Man hat diese Stämme und die haben Dinosaurier und sind die Einheit, mit denen man kämpft. Ich erinnere mich nicht mehr an so viel, aber es ist super cool. Ich habe es letztens erst wieder geholt. Schau euch das an. Sogar die Wallpaper von Gothic 3 sind unspaßig. Saints Row. Ah ja. Splinter Cell Double Agent, Warhammer Mark of Chaos, World of Warcraft Burning Crusade. Wir haben einfach an alles gedacht. Service. Das ist die gleiche Scheiße wie immer. Tricks. Oblivion. Spellforce 2. Spellforce habe ich mir auch letztens alle Teile auf GOG geholt, weil es im Angebot war. Den Videoteil dieser DVD spielst du am PC mit deiner DVD-Player-Software ab. Hä? Wiedergabe. Schließen. Schließen. Na cool, dass wir drüber geredet haben. Spellforce ist klasse, ich mochte Teil 1 mehr. Teil 2 war dann schon ein bisschen nervig. Machen wir eine Zeitreise ins Jahr 2005. Ich habe auch noch einen Stapel GameStar-CD/DVDs, die ich geholt habe, weil ich dachte, da wären Spiele drauf, aber habe ich gelernt, dass da irgendwie nicht wirklich Spiele drauf sind und... Oh nein, da ist ein Spiel drauf. Direkt die oberste, die ich sehe, und wisst ihr, was da für ein Spiel drauf ist? Fucking Neocron.
Neocron. Es ist immer Neocron. Oh, hier ist nicht viel drauf auf der Sea Dogs. Demos. Abo. Aber nicht so aufregend, okay. Schauen wir noch in ein, zwei GameStars rein. Dann sind wir, glaube ich, ja fertig für heute. Ich sehe gerade, ich bin schon seit 6,5 Stunden online. Demo-CD. Top-Demos. Mod-Special. Exklusive Demo Nolf 2. Na, ja, komm, wir gehen einfach eine GameStar von 2002 oder 3 rein. Ach, das sind Demo-CDs, da sind generell nur Demos drauf. Verstehe. Oh, da sind zwei drin. Oh, auf der einen ist viel mehr Content. Okay. Pro Evo 2004 war goated. Ich meine, damals waren die geilen Spiele noch als gut, oder? Damals hatte ich Spaß an den Spielen. Das sagt ja nicht viel aus. Ich hatte mir einmal im Leben eine GameStar-Zeitschrift geholt, als es dort Torchard 1 auf einer CD gab. Die war günstiger, als es im Laden zu kaufen. Ich weiß ja nicht. Nein! Ich habe die Musik ausgemacht. Von wem ist das Lied? Treiber. Jetzt muss gut, was du ausmachst. Ich wollte sehen, was das ist. Desktop-Motive. Doom 3! Oh, das ist der Gamer-Modus, Freunde. GameStar! Oh, shit. GameStar! Das fühle ich. Programme. GameStar DataStar. Oh nee. Nee, sieht alles langweilig aus. Patches? Nee, Extras. Laserwettbewerb. Port Royal Mini Add-on. Warcraft 3 Kartenpaket. GTA 2 Karten. GTA 3 Armageddon Mod. GTA 3 Stunt Park. Morrowind, irgendeine Shitrüstung. Zwergemod. Lasermusik. Sie benötigen einen geeigneten Player, etwa Windermode-Datei abspielen zu können. Okay. Ach, das ist das Lied. Von DJR. Der alte DJR. Demos. Eine Battlefield 1942 Multiplayer-Demo. Nee. Videos. Age of Mythology! Jörg! Was hast du zu sagen? Das kenne ich soweit. Und in den Kasernen verbessern wir die Kampfwerte unserer Krieger. Mit unserer ersten kleinen Streitmacht erobern wir die feindlich besetzte Mine. Eine leichte Übung für Reiter und Fußsoldaten, zumal sie von Odysseus mit seinem Bogen unterstützt werden. Sie erkennen ihn am goldenen Schimmer, einem der einzigartigen Helden, die wir als Griechen im Spiel anheuern können. Was sich hier auf den ersten Anblick als unfairer Kampf gegen Esel darstellt, ist in Wahrheit ein wichtiger Trick, feindliche Versorgungswege zu unterbrechen. Die Lasttiere verbinden nämlich... Echt aufregend.
Was haben wir sonst noch? Unreal Tournament 2003, Patrick Hartmann, Multiplayer-Duell, Multiplayer-Match in Battlefield 1942, Anno 1503. Need for Speed Hot Pursuit 2, leider ist die PC-Version scheiße. No Man's Land, muss mich verarschen, das habe ich doch sogar, das habe ich sogar installiert. Irgendwo. Keine Ahnung. Gothic 2. Für euch werden wir reinschauen, was er zu Gothic 2 zu sagen hatte. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe das Gefühl, Leute werden sich drüber freuen. Hallo und willkommen in Gothic 2, dem epischen Rollenspiel von Piranha. Immer in die Mitte auf der kleinen Tour durch die... Christian! Oh, Christian, Christian, Christian. Hallo und willkommen in Gothic 2, dem epischen Rollenspiel Hallo, von Piranha. Hallo, willkommen in Gothic 2. Wir wollen Sie mitnehmen auf eine kleine Tour durch das Land und Ihnen die fabelhaften Postkartenlandschaften ein bisschen zeigen. Hier zum Beispiel haben wir einen schönen Wasserfall mit Teich und wie das so ist in Gothic, auch wo es noch so schön ist, ist gleich das Düstere nebenan. Hier ist eine Höhle reingenestelt und da warten Goblins drin. Suchen wir mal einen. Da ist einer. Zack, zack. Ja, Knabe. Und aus. Oh, ich liebe das. Das ist so, so schlecht. Jetzt mit einer Stadtführung? Kommen Sie, ich zeige Ihnen alles. Das hier ist das schöne Karines, von Paladinen besetzt und von einem Bauernaufstand geplagt. Naja, jeder hat halt seine Probleme. Das hier oben, da geht's zum Reichenviertel, da dürfen wir noch nicht rein, weil wir noch kein Bürger in dieser Stadt sind. Das ist die Kaufmannsgasse, links der Krämerladen von Matteo, rechts der Bogenladen, dem armen Bosper hat man einen Bogen geklaut. Das hier ist Tauben, dem zieht seine Nichte Gritta das ganze Geld aus der Tasche. Schauen wir mal ins Haus rein. Rede wie ein Wasserfall. Rein. Jawohl. Das ist sie, naja, immerhin hält sie die Bude sauber. Okay, wieder raus. So, dann nehmen wir hier hinten rum den Schleichweg. Hoch zum Tempel. Da ist wahrscheinlich wie jeden Tag eine Versammlung. Ja, genau, hier stehen sie alle und lauschen dem alten Vatras. Das ist der örtliche Priester, ein Zähknochen. Der glaubt ihnen keine Lüge, dem müssen sie immer brav die Wahrheit erzählen. Das hier ist die Taverne zur fröhlichen Mirsau. Dort schenkt Karagon sein verwässertes Bier aus. Da gehen wir mal schnell dran vorbei. Hier oben ich zum Markt verwässertes Bier. Die Wasserpfeifen vom zugereisten Abuyin. Hier wird auch ausgeschenkt. Naja, und was da oben gemacht wird, das können Sie sich sicher denken. Ich verstehe nicht ganz den Sinn dahinter, dass Sie diese Stadt so zeigen. Der Markt. Das hier ist übrigens die Herberge zum schlafenden Geldsack. Da haben wir noch nichts verloren. Das hier ist der Marktplatz. Und hier. Okay. Da ist die Shisha-Bar. Nightfire? Raumschiff GameStar. Patrick Hartmann, ich will wissen, was jetzt so... Ich habe Nightfire geliebt. Wie dem eben gesehenen gut getarnten Restlichtverstärker. Dazu gibt es ein reichhaltiges Arsenal von Handfeuerwaffen, von der Handtaschenausgabe der filmbekannten Walter PPK bis hin zum mächtigen Granatwerfer. So, das wäre geschafft. Raumschiff GameStar, ich weiß nicht wirklich, was ist. Ich hatte damals Teil Cine GameStar, zu der wir werden reinschauen. Party. Ja gut, das ist auch nur das erste Level aus Nightfire. Nightfire einfach besser Online-Mode. Ich hab's auf dem GameCube nur gespielt, im Multiplayer. Okay. Raumschiff GameStar. Was habe ich davon zu halten? Raumschiff GameStar, meine Freunde. Es geht gleich richtig los! Althaus, das alte Haus hat die 3D-Grafiken gemacht. Mafia. Imperator, diese rebellische GameStar-Crew bereitet mir langsam ernsthaft Kopfzerbrechen. Wir müssen dieses Problem ein für alle Mal aus dem All schaffen. Nun zerbrechen Sie sich darüber mal nicht den Kopf, Lord Vader. Diesmal werden wir Sie vernichten, ohne dass uns auch nur ein Haar gekrümmt wird. Und dann bin ich endlich der mächtigste Mann im Universum. Jedenfalls nach Bill Gates, John Romero, Arnold Schwarzenegger und Kein Wort mehr über Edmund Stoiber. Ich hoffe, ihr diesmal, Imperator. In der Situation finde ich mich auch ständig wieder. Kein Wort mehr über Edmund Stoiber.
Ich muss mich jetzt leider verabschieden. Ich werde am Ende von Episode 3 gebraucht. Alles klar. Und Sie denken daran, dass die Todessterntür... Was? Cole Killer, was kann ich für Sie tun? Ja, ich bin es selbst, Don Michelangelo. Einen Gefallen, gern. Ich werde meine besten Jungs schicken. Schnell, präzise, lautlos und wie immer perfekt. Da, das muss der Geldbote sein. Los, mach. Ja doch, nur die Ruhe. Diesmal kriegen wir ihn. Du weißt, was Don Michelangelo mit uns macht, falls wir den Auftrag wieder versieben. Der Bote ist schon fast in der Kiste. Bring ihn um! Boah, was für ein Teil! Diese neue Wasserkühlung mit 300 Bar Ladedruck und Turbopumpen-Doppelkreislauf. Nun schieß doch! Warum soll ich denn auf die tolle Wasserkühlung schießen? Du sollst auf den Geldboten schießen! Hä? Oh Gott! Ich sehe keinen! Don Michelangelo, das halte ich nicht aus! Aber du wirst das nicht mehr erleben! Moment! Daniele und Alessandro, zuverlässig. Das ist so schlecht. Lautlos. Aha, Don Michelangelo. Wir haben gerade von ihm gesprochen. Die Turbopumpen-Wasserkühlung! Dort beginnt unsere Mission. Verzeihung, Captain, worum geht's eigentlich in dieser Mission? Ach, habe ich das noch nicht gesagt? Mal aufgepasst. Unser Sonnensystem droht zusammenzubrechen. Zuerst gingen die Treibstoffvorräte zur Neige, dann wurden die Lebensräume knapp. Doch nun droht die bislang größte Katastrophe. Die Computer verschlingen so viel Zeit, dass sie uns auszugehen droht. Ihre Mission ist es, das zu verhindern. Sollen wir etwa Zeitvorräte auf fremden Planeten suchen? So ein Quatsch. Nein, wir müssen nur den goldenen C64 finden. Was bitte? Ganz einfach, der Commodore 64 war der letzte Personal Computer, der keinerlei Zeitressourcen verschlungen hat. Man musste nicht booten, man musste nichts installieren, keine Internet-Downloads machen, nichts patchen. Datasette? Mit Hyperload. Und was bitte hat es mit diesem goldenen Gerätchen auf sich? Jetzt ist ja bekanntlich der Commodore 64 gut Datasette? Aber irgendwo im Universum existiert eine allerletzte Duplikationsvorlage. Der goldene C64. Oh Gott. Den zu finden, ist unsere Mission. Schade, dass ihr dazu leider keine Zeit mehr habt. Wo kommen die denn her? Vom örtlichen Schützenverein? Oktoberfest? GSG 9? Wir sind von der Mafia! Wir sollten jetzt besser alle brav die Hände hochnehmen. Wir sind von der Mafia! Die nehmen die Hände hoch, damit wir nicht auf sie schießen. Aha. So ein Schwachsinn. Dahinter! Ist ja alle versteckt. Das nützt euch gar nichts, ihr Mem. Was verdammt machst du da eigentlich? Ich hab den unseren fernzündbaren Sprengsatz rübergeschoben. Und was bitte ist das hier? Und wo ist der Fernzünder für unseren Sprengsatz? Hey, da liegt ja ein Toröffner rum. Der öffnet bestimmt irgendwelche Fluchtschleusen. Ach du meine Fresse. Gut gemacht, Sicherheitsoffizier. Moment mal, das Tor geht nicht mehr auf. Wir werden unser Raumschiff nicht mehr erreichen. Nun, dann muss das Schiff halt zu uns kommen. Heiliges Kanonenrohr. Los, Männer, alle an Bord, unsere Mission kann beginnen. Fortsetzung folgt. Kann's kaum erwarten. Los, Männer, auf an Bord, unsere Mission kann beginnen. Warum soll ich denn auf die tolle Wasserkühlung schießen? Du sollst auf den Geldboten schießen. Hä? Welchen Geldbeuten? Was sind Outtakes? Worum geht's eigentlich bei dieser Mission? Pass auf. Folgender Plan. Wir werden noch in eine andere GameStar-CD reinschauen. Danach sind wir fertig für heute. Ich glaube, wir hatten dann genug. Die Frage ist nur, in welche. Die sind alle von 2002 und 2003. Ich will eine mit ein paar Videos haben am besten. Oh mein Gott, da ist viel. Oh, da ist so viel, da ist kein Platz auf der CD für das alles. Direkt die nächste, damit wir wissen, wie es weitergeht. Vielleicht. Oh nein, was sehe ich hier?
Ne, ist die von gerade eben. Ah, shit, wie kann ich nicht schließen? Ende? Da ist die neue, okay. Musik. Oh, das wilde Jahr, das war Weihnachten 2002. Oh, das fühle ich. GameStar. Gleich geht's richtig los. Von Uwe Beck. Okay, ich glaube, mehr kommt hier nicht mehr. Okay. Treiber. Aufregend. Desktop-Motive. Nightfire. Hegemonia. Mac Warrior Mercenaries. Need for Speed Hot Pursuit 2. Station Flashpoint. Platoon. Tomb Raider 6. Unreal Tournament 2003. Extras. Laserwettbewerb. Clan-Turnier CS-Finale. GTA 3 Miss Liberty Version 1.0. Warcraft 3 Kartenpaket. Stronghold Bonusgegner. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist DM? Ah ne, es sind Unreal Tournament Karten. Okay, verstehe. Demos. Die übrigen Demos finden Sie auf der Demo-CD FIFA 2003. Videos. Raumschiff. Das ist sogar die nächste Folge! Oh mein Gott. Das GameStar-Clan-Turnier? Erstmal müssen wir in die anderen Videos reinschauen. Das fünfte GameStar-Clan-Turnier. Ich bin auf Sendung, dann hallo und herzlich willkommen zum fünften GameStar Clan Turnier hier aus dem, ja, für die Beteiligten fast schon berühmt-berüchtigten War Room in München, wo wir in den nächsten drei Tagen oh, die Röhrenmonitore bzw. die Sieger der drei Einzelturniere Counter-Strike, Tactical Ops und Unreal Tournament ermitteln werden. Frank, was soll denn die Scheiße jetzt? Ach, komm schon. Ich wollte es gerade anschauen. GameStar. Nochmal. Nee, das Video scheint irgendwie schwer nicht zu wollen. Okay. Schade. Night Shift. Rollercoaster Tycoon 2. Race Sport Challenge. Robin Hood. No One Lives Forever 2. FIFA 2003. Doom. Von FIFA 2003. Was gibt's darüber zu wissen? Willkommen, liebe GameStar-Leser, bei unserer alljährlichen FIFA-Multiplayer-Partie. Diesmal mit gleich zwei hochprofessionellen Neuerungen. Zwar zum einen mein neuer Kollege Georg und zum anderen unsere neuen Headsets. Ja, und wir werden jetzt mal eine Partie Bayern gegen Wolfsburg spielen und da die Neuerungen im Gegensatz zu den vorhergehenden FIFA-Versionen erklären. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Auf geht's. Bestimmt so, viele da sind wir schon im Olympiastadion, was die Jungs von EA, wie alle Originalsteine, eigentlich wieder sehr schön nachgebaut haben. Also sehr gut wiedererkennbar, wie ich finde. Ja, es sind sehr viele Stadien von allen europäischen Spitzenmannschaften wirklich sehr gut nachgebaut. Man merkt, dass Georg neu ist. Beo, Old Trafford, also Fußballfans werden das sofort wiedererkennen. Ja, ein bisschen anders sieht das wieder bei den Spielern aus. Er ist ein bisschen nervös. Da haben sie das eigentlich wirklich, die Starspieler, nur von diesen Club-Championship-Teams wirklich gut nachgebaut. Deswegen, bei Wolfsburg sind die ihren realen Vorbildern nicht wirklich ähnlich. Mit Ausnahme vielleicht von Effe. Genau. So, hier sieht man dieses neue Tackling. Das heißt, der richtet sich automatisch der Verteidiger zum Ball. Meistens wirklich ein Tor drin. Krepe ich mir ja ganz schön einen zurecht, aber... Georg ist eine Naturgewalt. Ich bin mir sicher, der kam noch besser rein. Okay. Mein Dune 2003, was auch immer. Machen wir, gehen wir direkt in Raumschiff GameStar rein. Georg ist nüchtern zu schüchtern. Raumschiff GameStar, Folge 41.
Aber voll, da ist er toll. Wo sind die anderen 39 Folgen? Nein, 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 nein. Also ich muss schon sagen, unser neues Schiffchen fliegt sich wie eine Eins, Captain. Mhm. Ja, hervorragendes Einlenkverhalten, ganz tolle Milchstraßenlage und super Seitenführung. So, so. Hey, ich möchte auch mal ein Steuer. Ich bin der Captain der GameStar. Ich möchte es endlich auch mal einen Meter fliegen. Jo, wenn Sie meinen. Oh Gott, wir werden alle sterben. Er hat's gesagt. Er hat was gesagt? Ach, ist nicht so wichtig, erzähl ich dir später. Das wird ein Nachspiel haben. So, meine Herren, nachdem wir jetzt 38 Mal die Erde umkreist haben, wäre es vielleicht mal gut, wir würden mit unserer Mission fortfahren? Die da lautet, den goldenen C64 zu finden, irgendwo im weiten All. Falsch, erster Offizier. Irgendwann. Ach nö, das riecht nach Suche Zeitmaschine auf fremden Planeten. Falsch, Kadett Klinge. Unser Raumschiff hat doch Vollausstattung. Computer, Head-Up-Display aktivieren. Computer, Zeitsprung vorbereiten. Zielzeitkoordinaten, ja, ist 1942. Kadett Klinge, der erste C64 ist in den frühen 80ern rausgekommen. Weiß ich doch. Ich habe bloß gerade die eine Zahl aus der Anhaltsgalaxis gesucht. Fürs Kreuzworträtsel. Was interessiert mich, ihr blödes Kreuzworträtsel? Ich kann frei sprechen, vor allem Raumschiff GameStar Marathon. Ich kann mal schauen. 1942. Nein, nein, Computer, stopp. Eingabekoordinaten, Korrekturabbruch. Naja, Korrektur ist doch immer gut, oder? Kadett Klinge! Zieljahreseingabe-Koordinaten, Korrektur ab. Kadett Klinge! 3, 2, 1. Verdammt, wo sind die hin? Gerade eben wollte ich den Todesstrahler vorglühen. Die suchen doch diesen C64. Da werden sie einen Zeitsprung in die frühen 80er gemacht haben. Und können wir sowas auch? Nein, wir können nur einzelne Menschen beamen, nicht den ganzen Todesstern. Aber das ist nicht ungefährlich. Das ist mir egal. Ich weiß ja nicht, ob wir da einen Freiwilligen finden. Oh doch, ganz bestimmt. Mein lieber Mob, ich hätte da einen Spezialauftrag. Oh, das ist ja ganz hübsch hier. Die Möwen zwitschern, das Meer rauscht. Richtig idyllisch, bis auf die paar Schlachtschiffe da unten vielleicht. Ja, war eine richtig idyllische Zeit, bis auf die paar Schlachtschiffe. Kluger Plan, Kadett Klinge. Leider ist der Sprit alle. Wieso ist der Sprit alle? Weil irgendjemand 40 Jahre übers Ziel hinausgeschossen ist. Und dieser jemand wird jetzt diesen Kanister mit lecker Flugbenzin auffüllen. Ist das klar? Aber... Oh, jetzt ist so ein Kanister lecker Flugbenzin. In diese heftigst umkämpfte Stellung. Und irgendwo Benzin abzapfen und mich dann hier wieder zurückteleportieren. Ja, genau. Das war ein japanisches Schiff, ist so, bestimmt aus Total War oder sowas. Der Jahreszeit entsprechend einkleiden. Tja, und jetzt muss ich hier nur noch irgendwo Flugbenzin finden. Ah! zwei Jagdbomber kommen auf uns zu. Die hatten es wahrscheinlich auf die Schlachtschiffe abgesehen. Jetzt sind wir das Ziel. Mal schauen, wie es meinem Lieblingsschiff auf Pearl Harbor geht. Ja, ja, bin gleich soweit. Wo war nochmal dieser Teleporterpunkt? 1 Kilometer vor dem Lager, damit wir nicht die Soldaten mitbeamen. Alles klar, bin unterwegs. Kann das gelingen? Ah. Oh, das ist so schlecht. Oh Gott. Das ist so schlecht. Oh, verdammt! Ja, Kadett Klinge, ich glaube nicht, dass du dich da einmischen solltest. Oh, biegt nicht hoch, hier wird's brenzlig. Geht nicht, sie haben zu viel Metall am Körper. Computer,
Alarmzeitsprung vorbereiten. Zieljahr 1986. Zeitsprung erfolgt in 3, 2, 1. Hurra, nochmal gut gegangen. Kadett Klinge war nach diesem Tag nie wieder der Alte. Fuck, ich brauch Folge 43. Ah, welches Datum war das? Steht das irgendwo? War das 12.2002 oder so? Dezember 2002, das heißt, wir suchen Januar 2003. Habe ich überhaupt 2003? Ja, yeah, 1. 2.2003, 4. 5. 7. 8. Nein. Wo ist der 1. 2003? Da vielleicht? Da ist es! Ich hab's gefunden. Das ist jetzt wirklich die letzte CD, okay? Jetzt aber wirklich. Oh. Erinnere mich an meine Kindheit. Freeware-Spiele, Schiffbruch. Trashkiller 2, Clickomania. Wasa! Quattro. Sphere. Naja, gut. Exklusiv Demo 1. Das ist eine Demo von Mafia. Und Ready Spot Challenge. Rollercoaster Tycoon 2. Da hat man noch was geboten bekommen. Meine Güte. Außer von Tene 94, 33 Monate Resub. Von Flex 6, 5 Monate. Johnny 931, 5 Monate. Der Dralor 2 Monate. Flexi 2 Monate. Carmen Robin 63. Ezebo frischer Sub. Jauk 6 Monate. Ich glaube, das war's. Effi, vielen lieben Dank. Graphic 2. Was hat Michael Schnelle zu Graphic 2 zu sagen? Auf Quattro endet man immer mit Formagi. Herzlich willkommen in der Stadt Korinis, die mitten in der Welt von Gothic 2 liegt. Eigentlich sollen wir nur ein magisches Artefakt abholen, doch dazu müssen wir in die Oberstadt. Allerdings will man uns da nicht reinlassen, da kommen nur Bürger hin. Ihr seid immer noch nicht weiter. So, mit dem Lehrvertrag in der Tasche sind... Naja, gut. GeForce FX in Aktion, Freunde. München, 19. November. Endlich ist es soweit. Nvidia präsentiert die neue GeForce, die GeForce FX. Schlüsselwort ist Cinematic. Cinematic Computing. Das bedeutet, Echtzeit-PC-Spiele werden endlich so aussehen wie vorgerenderte Animationsfilme à la Final Fantasy. Dies soll mit der GeForce FX für etwa 500 Euro möglich sein. Der Name ist übrigens Sicher. Eine Verbeugung vor den mitwirkenden Ingenieuren von 3DFX. Einen ersten Vorgeschmack auf die schöne Spielezukunft. Oh, da ist die geile Fee schon wieder. Fantastische, in Echtzeit berechnete Elfe geben. Achten Sie auf Ihr Mienenspiel und den starken emotionalen Ausdruck in Ihrem Gesicht. Die Augenbrauen bewegen sich zwar manchmal etwas ruckhaft, aber einen solch emotionalen Ausdruck hat es bisher nicht gegeben. Möglich wird dies durch die dreifache Polygonleistung einer GeForce 4 Ti 4600 und 1 GHz effektiven Speichertakt. Beim Heranzoomen an die Haut sehen wir statt Pixelfehlern noch mehr Details, Poren, Gänsehaut und sogar gewollte Unreinheiten. Man meint, man könnte sie berühren. Der dicke Ogre, der hier das Tanzbein schwingt, frisst auch kleine Kinder. Dieser Slogan ziert sogar seine Lederweste. Er wurde von einem deutschen Team programmiert und zeigt tolle, sehr natürliche Bewegungsabläufe. Allerdings geriet die Grafik ab und an ins Ruckeln, besonders wenn die Szene per Maus zurechtgerückt wurde.
Insgesamt allerdings zeigt hier die neue Generation von Pixel- und Vertex-Shadern, was sie drauf hat. Tolle Animationen, natürlich über Stalker ruckelte nichts. Die Berechnung von solchen Büschen ist enorm aufwendig. Stalker haben wir schon auf der E3 gesehen. Doch so gut wie hier auf dem GeForce. Sollt ihr vielleicht das nächste Mal im Kostüm zur E3 gehen? Fritze, 11 Monate Resub. Das FX sah es noch nie aus. Der Titel wird wohl Ende des Jahres erscheinen. Gaming Shark hat Dreh 4 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. GSC Game World aus Kiew. Erst im Februar werden erste Boards im Handel sein. Nvidia hat uns aber versprochen. Ja. Splinter Cell, Nightfire. Spell Force, American Conquest. Komm, wir wissen, wofür wir hier sind. Die letzte Folge! Die letzte Runde Raumschiff GameStar. Ich kann's kaum. Was glaubt ihr, wie es Kadett Klinge geht? Ich mach mir Sorgen um ihn. Aus dem Feuerlord Panda, 17 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Mobs Mission, das ist meine Folge! So, mein lieber Mob, dann werden wir uns mal auf die Zeitreise ins Jahr 1986 machen. Wir? Sie kommen also doch mit, Imperator? Pappalapapp, das ist ganz allein Ihre Mission. Suchen Sie da unten, da hinten. Quatsch, damals diesen C64 und zerstören Sie ihn. Hä? Was bitte? Hier steht, das Klinge muss sich vom Kriegsrecht verantwortet, ist jetzt in Haft. Organische Substanzen in der Zeit herumschicken kann. Also, her mit den Klamotten. Alle? Ja, natürlich alle. Ich gucke auch weg. Okay. Nächste Haltestelle 1986. Alles aussteigen bitte, das Raumschiff endet hier. Urkomisch, Kadett Klinge. Ja, ne? Nein! Nein, Kadett Klinge scheint wieder... Wir müssen uns endlich auf die Suche nach dem goldenen C64 machen. Die Zukunft des Universums, ja, Ilsfeld steht auf dem Spiel. Genau, und nachdem wir nun im richtigen Jahr sind, aber wo sollen wir mit der Suche beginnen? Kadett Klinge? Ich guck mal rasch im Internet nach. Hab's gleich. Kadett Klinge? Welches Jahr haben wir? 1986, sagte ich das nicht eben? Und 1986 starten wir jetzt eine Suchabfrage im Internet. Dann können wir eine Weile auf die Antwort warten. Weil nämlich das Internet auf der Erde erst in ein paar Jahren existieren wird. Und so lange wollen wir dann wohl nicht warten, oder? Genial erkannt! Auf geht's, meine Herren, beamen Sie sich runter und suchen Sie diesen Computer. Suchen wir den Computer. Oh, der alte Mob. Von dem will ich mich fernhalten. Oh, sie fühlt den Mob. Der aber auch. Was soll denn bitte das da sein? Das ist der goldene... Das ist der goldene C64. Wo finde ich diesen Computer? Was sucht der? Ein Heimcomputer. Das ist so ein neumodisches Spielzeug für Kids. Sowas kriegst du höchst in deinem Laden in der Stadt. Aber da kommst du so bestimmt nicht rein. Okay, dann brauche ich eben deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad. Hey, du hast vergessen, bitte zu sagen. Oh, das ist so kalt! Oder werden Nippel aber hart wie Diamant? Wenn du die Sachen nicht freiwillig herausrückst, dann muss ich dich auf den heißen Küchenherd da hinten schleudern. Oder den da durch ein Fenster auf ein Auto draußen werfen. Oder diesen Typ auf den Billardtisch festtackern. Oh Gott, wir werden alle sterben! Wenn sie mir dann in die Umkleide folgen würden. Das ist Hardcore. Hey,
Hey, jetzt reicht's. Du hast schon seine Kleider, lass ihm wenigstens sein Bike. Lass ihm wenigstens sein Bike, Alter, es reicht. Was sind das für Sachen überhaupt? Das ist ein Gummihut. Kling ist inzwischen Chefredakteur bei der GameStar. Und das nach dem, was er bei Pearl Harbor getan hat. Das wäre nicht. Hasta la vista, Baby. Das wäre nicht nötig. So laut ist das laut, so kann ich gerade nichts was hören. Ah, das war's. Aber nein, wir haben genug für heute angeschaut. Auch wenn ich natürlich noch gern wissen würde, wie dieses Abenteuer weitergeht. Verdammt, das war wirklich eine Fehlerfolge. Das war ein bisschen uncool. Ich werde mal schauen, ob ich online vielleicht irgendein Archiv von denen finde. Und dann können wir die euch mal im Stream anschauen, wenn ihr wollt. Denn ich muss sagen, ich wäre absolut bereit, mehr von Raumschiff GameStar zu sehen. Ich muss einfach wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Dailymotion sind alle Folgen? Ja. Yeah. Ich meine, wir werden sie sich jetzt machen. Und dann sollt ihr alle Folgen ranken. Wie viele Folgen gibt es insgesamt? Das ist erstmal am wichtigsten. Das GameStar-Archiv hat die Folgen aber kostet. Ja, steht die Verlangen dafür? Darf ich das überhaupt streamen? Bestimmt. Bei Paramount Plus. Black Hero Rem 240 Bits und 3 Monate Resub. Wie lieben Dank. Die Serie läuft bis heute noch. Ist auch ein Klassiker. Wie viele Folgen gibt's von Raumschiff Air GameStar? Ich meine, wenn es wirklich bis heute noch läuft, dann Ich werde auf jeden Fall noch ein paar anschauen. Wir haben Zeit. Wenn nicht, kann man die vielleicht mal anschreiben. Die haben alte Dateien bestimmt. Ja, das ist ja in der Paywall. Ah, wie auch immer. Lief nur bis 2004. Ja gut, das ist ja nicht so viel. Vielleicht habe ich die dann sogar da. 58 Folgen angeblich. Ne, Moment, ich habe nur bis 2003. Ich sollte sogar die meisten dann wahrscheinlich auf CD da haben, aber wahrscheinlich würde ich nicht alle anschauen. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar anschauen, okay? 68 Videos in der Playlist, also sind auch Special-Folgen dabei. Okay, 10 Specials und 58 normale Folgen wohl. 1997 bis 2004. Ach du Scheiße, das lief wirklich lange. Von 1997 wirklich? Großer Gott. Aber gut, ich würde sagen, wir sind fertig für heute. Wir sind fertig für heute. Das war ein aufregender Stream. Wir haben einiges gesehen. Wir haben schlechte Spiele gesehen, ein paar Videos. Wir haben einfach alles gesehen. Ich habe das Gefühl, ich habe zu viele schlechte Spiele gespielt. Das ist okay, es gehört manchmal dazu. Aber wir sind auf jeden Fall fertig.